So, dann hallo und herzlich willkommen zur Highlight-Vorlesung für die Informatik. Herr Professor Althoff wird gleich anfangen. Ich möchte nur noch schnell etwas vorwegwerfen. Und zwar haben wir dieses Slido-Tool. Da könnt ihr während der Vorlesung Fragen stellen. Und wir können dann nachher auf die Fragen eingehen und sie beantworten. Dazu könnt ihr einfach auf dem Link, der im Stream eingeblendet ist, jetzt gehen, also slido.com. Und dann gebt ihr als Veranstaltungs-ID Z-IN ein, also so wie es im Stream jetzt eingeblendet ist. Genau, und nachher werden wir das dann nochmal darauf eingeben. Gut, dann möchte ich nicht weiter reden und übergebe das Wort direkt an Professor Althoff. Hey Aaron, vielen Dank. Also, liebe Studentinnen und Studenten, es ist mir eine große Ehre, heute die Highlight-Vorlesung halten zu dürfen. Und das Thema haben wir uns ausgesucht: Wie behalte ich die Kontrolle über künstliche Intelligenz? Da hat jeder vielleicht schon ein bisschen Bezug dazu. Jeder, der zum Beispiel mal einen Science-Fiction-Film gesehen hat, weiß, dass da schon mal was schiefgehen kann. Allerdings ist es so, dass natürlich in der Realität wir da ganz anders mit umgehen, als es oft in Hollywood gezeigt wird. Und ich freue mich, da einen kleinen Einblick geben zu können, wie wir versuchen, Sicherheit zu garantieren, auch wenn man künstliche Intelligenz einsetzt. Gegen Ende der Veranstaltung werden wir noch ein kleines Experiment zeigen oder grundsätzlich zeigen, wie wir damit in der Robotik umgehen und werden ein kleines Start-up vorstellen. Wir sind ja eine unternehmerische Universität, wo auch Startups gefördert werden, dann hoffen wir, dass wir euch auch einen kleinen Einblick geben können. Genau, insbesondere Robotik verwendet ja viel künstliche Intelligenz und insbesondere dort kann es auch sicherheitskritisch sein, wenn man zum Beispiel Drohnen einsetzt, Roboter auf dem Mars. Das ist jetzt nicht sicherheitskritisch, aber missionskritisch, dass eine Mission nicht zu Ende geht, Roboter in der Fabrik. Oder auch Roboter praktisch, die kleiner sind, auch im Haushalt dann irgendwann wieder zum Einsatz kommen. Da möchte man natürlich der Software vertrauen und keine bösen Überraschungen erleben. Und das Gefährliche so ein bisschen, oder wo viele Leute sich Sorgen machen, ist ja, dass man künstliche Intelligenz ist eine große Blackbox. Man weiß nicht genau, was darin passiert. Und das schürt natürlich nicht gerade Vertrauen, sondern da hat man natürlich eine gewisse Skepsis. Es gibt aber viele Möglichkeiten, beweisbar sichere künstliche Intelligenz einzusetzen. Ein sehr prominentes Beispiel war diese Testfahrt von Uber in den USA, wo eine Person zu Tode gekommen ist. Das sind einzelne Screenshots. Ich gehe jetzt einzeln durch und wenn es kritisch wird, halte ich ein. Deshalb haben Sie vielleicht in den Nachrichten mitgekriegt, da ist eine Person, hatte die Straße gekreuzt und ist letztendlich verstorben. Es liegt daran, dass ein Objekt erkannt haben, es aber nicht klassifizieren konnten korrekt und die Software einfach gesagt hat, naja, wenn ich es nicht kenne, wird es schon nicht so schlimm sein, fahre ich einfach weiter. Das Auto ist auch mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren, die Sicherheitsfahrerin hat nicht aufgepasst und das Pre-Crash-System von Volvo war absichtlich abgeschaltet. Das ist natürlich so, wenn ein Unfall passiert, ist es oft eine Verkettung von vielen Problemen, so wie hier. Also es waren vier Probleme gleichzeitig. Ich gehe jetzt dann auch zwei Schritte weiter, es wird halt ein bisschen kritisch, wer das nicht sehen will, mach kurz die Augen zu, in 3 Sekunden ist es vorbei. Genau, also das war wirklich ein sehr tragischer Unfall. Man kann sich natürlich fragen, kann das nicht auch durchaus öfter passieren? Und wenn man sich mal so ein paar Fahrszenarien anschaut, dann sieht man doch, dass da viele unvorhergesehene Ereignisse passieren können. Zum Beispiel oben links sieht man eine Person, die das einfach ein Auto mitten auf der Straße parkt und dann einfach spazieren geht. Das sind einfach Sachen, an die denkt man nicht als Entwickler oder als Entwicklerin. Genauso gut, es gibt viele Länder, da werden jetzt nicht, auch in Deutschland natürlich nicht alle Verkehrsregeln eingehalten. Damit muss man natürlich eh immer rechnen. Dann gibt es noch natürlich Katastrophen, wie zum Beispiel hier, dass die Straße nicht mehr befahrbar ist oder dass ein Zementlaster mit 2 Rädern auf einen zufährt. Die Situation ist wahrscheinlich auch nicht einprogrammiert im Fahrzeug, wie man damit am besten umgeht. Deswegen nutzt man ja viele Lernverfahren, um damit auch umzugehen, die dann aber eventuell doch nicht die richtige Entscheidung treffen. Wie wir das dann absichern, werde ich dann im Laufe des Vortrags erklären. Grundsätzlich, beim autonomen Fahren muss man extrem viel testen, auch bei anderen Systemen, wo künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Speziell beim autonomen Fahren braucht man ca. 440 Millionen Kilometer.
um zu zeigen, dass man mit 95% Wahrscheinlichkeit genauso gut fährt wie ein Mensch. Eigentlich will man mindestens um den Faktor 10 besser sein, damit die Technologie akzeptiert ist, wird. Und dann geht es gleich in mehrere Milliarden Kilometer rein. Und Sie können sich ja vorstellen, wenn Sie mal die Software anpassen, können Sie die ganzen Testfahrten wiederholen. Und selbst in dem Best-Case-Szenario mit 100 Testfahrzeugen, die 24 Stunden am Tag das ganze Jahr überfahren, dauert dieser Test 12,5 Jahre. Also es ist jetzt schon ein recht großer Aufwand. Man kann sich das auch noch ein bisschen anders überlegen. Man kann überlegen, was sind denn so wichtige Einflussparameter? Und für jeden Parameter testen wir jetzt mal beispielsweise 20 Werte und gucken dann am Ende, wie viele Tests wir brauchen. Zum Beispiel eine Fahrspur kann man das in drei Parametern abdecken, also Breite, Krümmung und Änderung der Krümmung über den Fahrweg. Dann hat man noch eigene Fahrzeugparameter und so weiter. Also jetzt schauen wir uns nochmal diese drei an. Also hat man schon 20 hoch drei Testfälle nur für unterschiedliche Fahrverläufe. Jetzt kann man aber sagen, jetzt nehmen wir an, dass auch fünf Spuren nebeneinander möglich sind oder Abbiegespuren. Hat man schon 20 hoch 3 hoch 5 Parameter. Und bei anderen Fahrzeugen hat man oft XY-Position, Orientierung und Geschwindigkeit als wichtigste Parameter. Das sind 4, 20 hoch 4. Und wenn man dann sagt, okay, 10 Fahrzeuge braucht man mindestens, muss man mindestens betrachten, aber 20 hoch 4 hoch 10. Dann noch die eigenen Unsicherheiten, dann ist man schnell bei mehr als 10 hoch 81 Szenarien, was mehr sind als, es ist zwar recht abgedroschen, aber es sind halt mehr als Atome im Universum. Und das kann man nicht mehr einfach so abtesten. Was machen wir? Also wir haben an der TUM in meiner Forschungsgruppe einen radikalen Paradigmenwechsel vollzogen. Wir haben gesagt, naja, man kann natürlich klassischerweise Systeme testen, bevor sie vermarktet werden oder bevor sie im Einsatz sind. Wir machen das anders. Wir sagen, das System muss sich selber testen, während es in Betrieb ist. Dadurch können wir jede Situation berücksichtigen. Wir führen auch nur jede Aktion aus, die vorher beweisbar korrekt ist, also die nicht zu einem Unfall führt. Und wir machen das während der Laufzeit in just in time, wie man das gerade braucht. Wir können sich ja sagen, ja, was ist, wenn Sie jetzt nicht rechtzeitig eine Lösung haben? Da werde ich einiges gleich zu sagen. Was sind die Vorteile? Wir können damit jede Situation absichern und wir müssen auch nur die aktuelle Situation betrachten. Bei diesen 10 hoch 81 Fällen im Laufe eines Lebens eines solchen Fahrzeugs wird nur ein Bruchteil dieser Situation von einem Fahrzeug erlebt werden. So geht es dann auch den meisten Fahrzeugen. Das ist halt auch viel einfacher, nur die persönliche Situation dieser Fahrzeuge zu berücksichtigen. Wir brauchen natürlich eine sehr effiziente und online adaptierbare Verifikation. Also Verifikation heißt immer, das benutze ich oft in dem Vortrag, dass man nachweist, dass die Anforderungen an das System immer erfüllt sind. Und Auswirkungen, man hat geringere Kosten, braucht nicht so viel testen. Man hat einen geringeren Haftungsanspruch, weil man nachweisen kann, dass man jede Situation sich individuell anschaut. Und wir können halt dann sichere Autonomie ermöglichen, was durch andere Verfahren nicht möglich ist. Ich erkläre jetzt erstmal die Grundidee. Die ist wirklich sehr einfach, die kann man sofort verstehen. Wir gucken uns andere Agenten in der Umgebung von irgendeinem Ego-Fahrzeug, es kann auch, muss nicht ein Auto sein, kann auch ein anderes Problem der KI sein, an. Das macht führt eine Planung durch, um zum Beispiel ein Hindernis vorbeizuführen. Und dann schauen wir uns für Zeitintervalle an, wo kann denn überhaupt physisch ein anderes Objekt präsent sein? Und wenn es da keine Überschneidung gibt, dann ist das unmöglich, weil wir ja die gesamte Zeitintervalle betrachten und auch betrachten, dass das eine andere Fahrzeug nicht nur mit konstanter Geschwindigkeit fährt, sondern dass wir möglichst alle Verhalten abdecken. Wie baut man jetzt diese Grundidee in einen Planer ein? Also was man oft macht, in Blau sieht man das eigene System, was wir steuern, dass man Annahmen trifft über das, was andere machen. Also das Fremdfahrzeug, sagen wir einfach, fährt geradeaus mit konstanter Geschwindigkeit, fährt recht langsam, wir würden deswegen gerne überholen, planen jetzt in Blau diesen Überholvorgang. Was wir aber zusätzlich machen, was andere Forschergruppen und auch Leute in der Industrie nicht machen. Wir wissen von vielen, dass sie es nicht machen. Von manchen Herstellern wie Google weiß man nicht so viel, kann aber durchaus vermuten, dass sie das nicht durchführen. Was wir zusätzlich machen, ist, dass wir die Menge aller möglichen Verhalten dieser Fremdfahrzeuge berechnen oder grundsätzlich andere Verkehrsteilnehmer und überlegen uns dann einen Notfallplan, der immer in einen sicheren Zustand kommt. Zum Beispiel hier wäre es Stillstand auf der Straße
ohne dass man kollidiert, egal was die andere Person macht. Jetzt ist es natürlich so, dann sagt man natürlich, ja gut, da muss man immer stehen bleiben, weil die anderen können natürlich besonders möglichst viele unterschiedliche Aktionen durchführen. Das passiert aber in sehr kurzen Zeitabschnitten, diese Überprüfung. Und dadurch, dass wir immer wieder neue Informationen kriegen, wo das andere Fahrzeug sich befindet, in der Realität ist es nicht sehr konservativ. Das heißt, das Auto fährt relativ normal, ist aber beweisbar sicher. Hier sieht man zum Beispiel eine Situation, im nächsten Zeitschritt wird das andere Fahrzeug dann doch unerwartet einen schnellen Spurwechsel vollziehen. Wir wissen aber schon, dass dieser Notfallplan sicher ist, weil wir im vorigen Zeitschritt alle Möglichkeiten berücksichtigt haben, möchten aber nicht zwangsweise jetzt zum Stillstand kommen und überlegen uns, ob wir nicht doch noch eine Lösung finden, zum Beispiel diese blaue Fahrt-A-Strich mit dem neuen Notfallmanöver B-Strich. Wenn wir die zwei rechtzeitig verifizieren, können wir, bevor wir zu diesem Verzweigungspunkt kommen, diesen schwarzen Punkt hier unten, noch rechtzeitig auf die neue Lösung schwenken, sodass das Fahrzeug nicht stehen bleiben muss. Und das passiert mehrfach pro, also Sekunde oder Zehntelsekunde, sodass man das gar nicht merkt. Zeige ich dann auch nachher ein paar Videos von echten Testfahrten, die wir in München durchgeführt haben. Eine andere Sache, die auch viele Ansätze nicht berücksichtigen, sind Unsicherheiten. Wenn Autos einen gewissen Plan verfolgt, dann wird es diesen nicht exakt verfolgen können. Allein deswegen, weil es vielleicht irgendein Straßenabschnitt rutschig ist, weil Wind auf das Fahrzeug einwirkt, der nicht vorhersehbar war, weil wir Sensorrauschen haben. Also es gibt die meisten Sensoren rauschen. Das heißt, wenn Sie sich angucken, was ist der Winkel von dem Winkelsensor, dann gibt er nicht exakt den gleichen Wert an, wenn Sie nicht an den Winkelsensor drehen, sondern Sie sehen dann so zackige Bewegungen, weil Umwelteinflüsse, teilweise auch Strahlung, elektromagnetische Strahlung, die Messung beeinflussen. Und solche kleinen Effekte haben oft sehr große Auswirkungen. Das heißt, wir berücksichtigen dann auch diese Abweichung, was man in Grau sieht, und können dann feststellen, naja, da kann ja doch ein Problem sein. Ja, müssen wir doch ein bisschen anders planen, damit das nicht passiert. Also wir können zum Beispiel unsichere Anfangszustände berücksichtigen, unsichere Messungen und Störungen. Genau. Ich habe ja schon gezeigt, das kann man auf autonomes Fahrzeugfahren wunderbar anwenden, wenn man halt so Zielregionen hat und auch diese unsicheren Gebiete ausweichen möchte. Es gibt ja diese, im Englischen sagt man auf diese Reach-Avoid-Probleme sind das. Die gibt es auch in anderen Szenarien, zum Beispiel Mensch-Roboter-Kollaboration. Man arbeitet stark daran, dass Menschen enger mit Robotern zusammenarbeiten können, ohne dass es gefährlich ist. Dann kann man viel besser Fabriken planen. Dann lassen sich Roboter auch in Schreinereien zum Beispiel einsetzen, ohne dass ein Roboter in den Sicherheitskäfig muss. Das führt Die jetzigen Voraussetzungen führen dazu immer, dass Roboter weggesperrt werden und man nicht effizient zusammenarbeiten kann. Und mit unserem Ansatz ist es möglich, da zeige ich dann auch ein paar Videos am Ende und nutzen es aber auch für erneuerbare Energien. Da hat man auch viel Unsicherheiten. Man weiß nicht genau, wie viel Strom eingespeist wird durch Solarkollektoren oder durch Windkraftanlagen. Da kann ich jetzt aber schlecht Videos zeigen. Strom kann man nicht sehen. Da könnte ich Ihnen nur ein paar Plots zeigen und weil das nicht ganz so spannend ist, klammern wir das jetzt in diesem Vortrag aus. Ist aber natürlich gerade in Bezug auf Klimawandel extrem wichtig. Man kann das Ganze, also ich werde da viel über Beweisbarkeit reden. Man kann das Ganze auch mit Wahrscheinlichkeiten betrachten, dass man sagt, ja, wie wahrscheinlich sind gewisse Aktionen. Man sieht dann auch so Wahrscheinlichkeitsverteilung hier, wenn jetzt so ein anderes Fahrzeug einbiegt oder wenn jetzt ein Fahrradfahrer noch fährt, wo wird der wie wahrscheinlich sein? Das haben wir auch viel untersucht. Das Problem ist allerdings, dass man damit nichts beweisen kann, weil eigentlich der Mensch, der sicher fährt, das steht hier unten, also in Deutschland oder USA gibt es meistens nur 20 Tote pro 10 auf 9 Kilometer, ist natürlich immer noch zu viel. Unser Ziel, keine Toten im Straßenverkehr, so bald wie möglich. Trotzdem ist es ist es schon ziemlich zuverlässig. Also für so einen typischen Prädiktionshorizont, was so ein Sensor kann so meistens 200 Meter weit sehen, müssten Sie geringere Wahrscheinlichkeiten als 4 mal 10 hoch minus 9 haben, dass ein tödlicher Unfall entsteht. Und diese Wahrscheinlichkeiten sind so gering, dass es teilweise Rundungsfehler größer sind, wenn die sich akkumulieren. Und deswegen kann man mit wahrscheinlichkeitsbasierten Verfahren nicht nachweisen, dass ein System jetzt sicherer ist. Außerdem hat man keine Zurechnungsfähigkeit. Ein Auto sind viele Softwaremodule und unterschiedliche Hardwarekomponenten unterschiedlicher Zulieferer verbaut. Man möchte gerne wissen, wer dann jetzt wirklich schuld ist. Und das würde mit stochastischen Methoden nicht funktionieren. Allerdings kann man sehr gut
mit stochastischen Methoden in die Zukunft gucken und was Lösungen auswählen, wie das Auto fahren soll, dass man möglichst nicht oft umplanen muss. Aber absichern wird sehr schwierig sein. Genau, also das Grundprinzip ist auch wieder recht einfach. Wir haben ein unverifiziertes System, wir haben ein Fahrzeug, wir haben eine künstliche Intelligenz. Ich zeige auch nachher Videos, wie dann so ein Auto lernen kann, zum Beispiel richtig Spurwechsel durchzuführen. Da die künstliche Intelligenz, da gibt es ganz viele Verfahren, maschinelles Lernen, Bayesian Netze und so weiter. Ich halte auch die Vorlesung Grundlagen der künstlichen Intelligenz. Da werden Sie dann später im Studium noch einiges zu hören. Und die trifft dann Entscheidungen, das geht dann in unseren Online-Verifikationsalgorithmus und der überlegt dann, ist das jetzt sicher oder nicht und lässt nur die sicheren Entscheidungen durch. Und dieses Modul ist verifizierbar, das kann man dann dem TÜV geben, da gibt es dann keine Überraschungen. Und wir verwenden jetzt so drei Ingredienzien, einmal die mengenbasierte Prädiktion, Notfallmanöver und Fahrzeugunsicherheiten. Also alle, ich werde das linke und rechte Thema ansprechen, die Notfallmanöver werde ich nicht zeigen, da braucht man recht viel Optimierungstheorie, die ich jetzt nicht so einfach auf die Schnelle erklären kann. Deswegen beschränken wir uns auf die zwei äußeren Themen. Genau, das Grundprinzip dann, um beweisbar nachzuweisen, dass das System funktioniert, ist folgendes. Wir brauchen natürlich erstmal ein Modell der Wirklichkeit, damit man auch was rechnen kann. Wir brauchen jetzt diese Spezifikation, was soll das Fahrzeug überhaupt machen dürfen. Und dann geht es in so einen Algorithmus rein und der entscheidet dann, ja, ist das korrekt oder nicht. Und der Algorithmus soll beweisbar korrekt sein. Das heißt, wenn es korrekt ist, muss er sagen, korrekt. Wenn es nicht korrekt ist, muss er sagen, nee, ist nicht korrekt. Und soll auch so einen Fehlerverlauf noch mit ausgeben, dass man auch das System während der Entwicklung reparieren kann. Und jetzt gibt es zwei Teile oder drei Teile. Erstmal, wie komme ich zu diesen Modellen? Der zweite Teil, wie stelle ich so eine Spezifikation auf? Und der dritte Teil ist, wie funktioniert denn so im Prinzip unsere Verifikation? Gut, das erste sind die Modelle. Also was wir machen, wir möchten die Sicherheit basierend auf einem Modell nachweisen, was die Realität abstrahiert. Man kann ja nicht die Realität vorhersagen, man muss ja das mit Modellen machen. Und wir versuchen diese Modelle mit Unsicherheiten erreichen, sodass wir sehr sicher sein können, dass das reale System, das Verhalten des realen Systems eingeschlossen ist. Was hätten wir dann am Ende? Wir können dann sagen, okay, wenn wir dieses Modell absichern können, dann haben wir damit auch das echte System abgesichert. Und diese Übertragbarkeit, diese Sicherheitseigenschaften nennt man auch Konformanzüberprüfung. Da gibt es jetzt zwei Arten. Einmal, man macht das verhaltensbasiert. Das heißt, man guckt sich an, okay, wir haben ein Modell, welche Verhalten kann dieses Modell generieren? Und wir schauen uns an, welche echten Verhalten hat das reale System generiert? Und wenn die echten Verhalten eine Teilmenge dieses Verhaltens des Abstraktmodells sind, dann macht das Modell immer mehr als die Realität. Und wenn wir aber trotz dieser zusätzlichen möglichen Verhalten nachweisen können, dass es kein unsicheres Verhalten gibt, haben wir auch nachgewiesen, dass es in der Realität so sein muss. Das hat sich in der Informatik bewährt, wo man ganz einfach Abfolgen von irgendwelchen Werten hat. Allerdings ist es so, wenn ich jetzt ein physikalisches System betrachte, gibt es immer Abweichungen. Ich habe ja gemeint, es gibt Windstörungen. Da hat man Verläufe, die reellwertig sind. Man kann beliebig kleine Veränderungen entstehen, die man nicht alle abdecken kann. Deswegen ist das jetzt keine gute Möglichkeit, diese Konformanz nachzuweisen. Deswegen haben wir einen neuen Konformanzbegriff eingeführt in meiner Forschungsgruppe, die mengenbasierte Konformanz, wo man sagt, die Menge aller Verhalten des Abstraktmodells muss die Menge der Verhalten eines realen Systems einschließen. Diese Menge kann man nicht berechnen, deswegen kann man die nur abprüfen durch ganz, ganz, ganz viele Messungen. Und sobald alle diese Messungen enthalten sind, kann man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass man keine Überraschungen erlebt. Gut, jetzt ist die Frage, wie reichere ich jetzt diese Unsicherheiten an? Man nutzt da Differentialgleichungen, also x ist ein Zustand, der ändert sich über die Zeit und das geschieht über eine Formel, die auch wieder vom Zustand und von Eingängen abhängt. Eingänge werden jetzt zum Beispiel Bremsen, beschleunigen und lenken im Fahrzeug. Da hat man ein echtes System, auf das Störungen Sensorrauschen wirken und man hat eine Abweichung. Und was wir dann überlegen ist, wie müsste ich jetzt Störungen injizieren und Sensorrauschen, sodass ich eine exakte Abdeckung habe. Und diese Injektionen speichere ich über der Zeit ab
Und dann weiß ich, okay, was kann im schlimmsten Fall an Injektionen muss vorliegen? Und die nutzen wir dann in unserer Verifikation aus und können dann beweisen im Rahmen dieser Modellkonformanz, dass wir sicher sind. Hier sieht man mal so ein Beispiel von einer echten Testfahrt. Da sieht man dann so Störungen, die wir jetzt bei der Beschleunigung des Fahrzeugs drauf addieren mussten. Und auch Störungen für die Messung der Beschleunigung, damit wir dann ein Ergebnis haben, das halt so praktisch der gemessene Ausgang des Modells in grün nur ganz wenig abweicht von diesem konformanten Ausgang. Und das Ganze ist dann in so einer Epsilon-Region. Und man kann das Epsilon beliebig klein wählen, man muss natürlich ein bisschen mehr rechnen, um dann noch die richtigen Werte zu finden. Gut, also damit können wir jetzt relativ gute Modelle aufstellen, die auch die Realität abbilden. Jetzt müssen wir überall noch überlegen, was darf denn so ein Auto machen, was darf so ein Auto nicht machen? Und klarerweise, oder es liegt halt nahe, sich da die Verkehrsregeln anzuschauen. Jetzt ist es allerdings so, Verkehrsregeln wurden für menschliche Fahrer geschrieben. Das heißt, da steht zum Beispiel drin, man halber Tacho Abstand halten soll oder man soll so fahren, dass man keine andere Person gefährdet und so weiter. Das ist alles sehr schwammig geschrieben. Das hat viele Gründe. Ein Grund ist natürlich der, Zeugen können sich nicht exakt erinnern. Das heißt, man muss dann aus so einer Gemengelage irgendwie am Ende vor Gericht einen Richterspruch finden, der dann aber auch teilweise so Teillasten als Ergebnis hat. Zum Beispiel, du bist 30% schuld, du bist 70% schuld und man möchte da so ein bisschen das Korsett nicht zu eng haben, dass man noch argumentieren kann, wer jetzt hier Schuld hat und wer nicht. Weil es gibt ja ganz viele unterschiedliche Situationen im Verkehr, wie ich schon am Anfang gezeigt habe. Ein autonomes Auto ist ganz anders gestrickt. Das hat so viele Sensoren, da wird jede Katze, die über die Straße läuft, detektiert. Und sie haben da, wie Sie ja eh wissen, mehrere Kameras, mehrere Lasersensoren, Wärmebildkameras, Ultraschallsensoren, also wirklich viel, also GPS, alles Mögliche. Und sie haben so vollständige Kenntnis der Umgebung. Und ein Auto hat ganz viele Rechner, ein Auto selbstfahrendes zumindest, und das kann dann auch ganz exakt ausrechnen, ist jetzt mein Sicherabstand als Abstand ausreichend oder nicht, indem zum Beispiel komplizierte Formeln gelöst werden. Das heißt, hier würde es sich anbieten, diese Regeln mal zu konkretisieren, dass die Hersteller auch wirklich wissen, was sie exakt machen dürfen und wann sie exakt eine Regel überschreiten. Daran arbeiten wir auch zusammen mit Juristen in meiner Forschungsgruppe. Und diese konkreteren Regeln werden dann formalisiert. Da nutzen wir dann so domänenspezifische Sprachen. Man kann das natürlich in eine Standardlogik gießen. Allerdings ist es dann sehr mühsam, dieses alles zu übersetzen. Das heißt, man versucht dann in domänenspezifische Sprache, so höhersprachig, zu übersetzen, dass man dann relativ leicht diese Regeln übersetzen kann. Das Ganze geht dann in ein Tool. Das wurde auch an der TU München entwickelt. Eine Arbeitsgruppe von Tobias Nipko nennt sich Isabel und das ist ein Theorembeweiser. Das ist ein System, das kann praktisch Theoreme wie zum Beispiel Satz von Pythagoras beweisen, vollautomatisch. Teilweise auch also manche Sachen gehen vollautomatisch, andere brauchen ein bisschen Input von Nutzern. Und am Ende ist es beweisbar noch zum Beispiel dieses Orangenpackungsproblem, was ja auch viel in den Nachrichten war, das wurde auch mit diesem, das war ein Problem, das viele, viele Jahrzehnte ungelöst war. Ich glaube sogar, muss nochmal nachlesen, aber ich glaube 200 Jahre oder so. Und das wurde zum Beispiel auch mit so einem Theorembeweiser dann gelöst. Genau. Diese Tools können auch Code generieren, der auch beweisbar korrekt ist. Es ist halt spezieller Code, in dem Fall Haskell-Code. Das ist also nicht einfach jetzt C++ oder Java oder so. Da muss dann noch mehr Forschung passieren, dass das geht. Das Problem ist aber auch, das geht jetzt sehr ins Detail, dass C++ keine formale Semantik hat und so weiter. Das heißt, man kann da eh eigentlich nicht viel beweisen. Egal, aber wir arbeiten dran und man kann dann zum Beispiel so Probleme lösen wie dieses. Also das Blaue ist unser Ego-Fahrzeug. Wir führen Spurwechsel durch und das grüne Fahrzeug hier in der Mittelspur würde dann abbremsen müssen mit einer Beschleunigung von 0, mit 3 Meter pro Sekunde Quadrat. Man kann jetzt sagen, es ist zumutbar, man kann auch sagen, naja, ist ein bisschen zu viel des Guten. Auf jeden Fall gibt es einen Auffahrunfall. Die Frage ist, wer ist schuld? Und wenn man jetzt so konkrete Regeln hätte, könnte man sagen, naja, man darf einen Spurwechsel machen, aber nur,
wenn ein anderes Fahrzeug mit maximal 1 Meter pro Sekunde Quadrat verzögern muss, ansonsten ist es illegal. Und solche Art konkreter Regeln gibt es momentan nicht und da arbeiten wir gerade dran. Gut. Hier sind so ein paar Beispiele an Regeln, die wir schon praktisch umgesetzt haben. Zum Beispiel Verkehrsteilnehmer sollen der Verkehrsinfrastruktur und anderen Verkehrsteilnehmer keinen Schaden zuführen. Ist relativ klar, dass man das nicht darf. Ist aber auch gar nicht so einfach, das zu implementieren für alle möglichen Verkehrssituationen. Zum Beispiel, oder auch es gilt das Rechtsfahrgebot, außer bei Überholvorgängen. Das ist sehr einfach zu implementieren. Anpassung der Geschwindigkeit an Straßen- und Wetterbedingungen, Geschwindigkeitsbeschränkungen und anderen Verkehrsteilnehmern. Das ist schon wieder ein bisschen schwieriger. Kollisionen sind zu verhindern, auch wenn das Vorderfahrzeug eine Notbremsung durchführt. Das geht auch relativ einfach. Man soll nur aus Sicherheitsgründen stark verzögern. Das ist nicht so einfach festzustellen, wann es liegt ein Sicherheitsgrund vor. Und priorisierte Fahrzeuge wie Polizei müssen viele Verkehrsregeln nicht beachten, außer zum Beispiel 7. Man darf jetzt auch nicht einfach absichtlich in ein anderes Auto fahren. Wenn man jetzt einige Regeln vergessen hat, das sieht man später, ist gar nicht schlimm. Dann fährt das autonome Auto nur ein bisschen vorsichtiger, aber wir können trotzdem immer die Sicherheit garantieren. Selbst wenn überhaupt keine Regel implementiert ist, dann wird das Auto nur viel sehr, sehr vorsichtig sein. Das sehen wir dann gleich. Jetzt geht es darum, meistens simuliert man Sachen im Rechner, das heißt, man kriegt nur ein Verhalten heraus. Wie kann man es jetzt hinkriegen, dass man die Menge aller möglichen Verhalten findet? Das ist jetzt sehr abstrakt hier dargestellt, zum Beispiel, wenn man zwei Zustände hat, X1, X2, das kann alles Mögliche sein, zum Beispiel Temperatur und Druck oder Position und Geschwindigkeit oder Position in X-Richtung und in Y-Richtung. Das ist oft sehr hochdimensional. Ich zeige das jetzt nur im zweidimensionalen Fall. Dann berechnen wir sozusagen diese erreichbaren Mengen. Da sind wir weltweit führend auf dem Gebiet. Das heißt, anstatt jetzt drei Lösungen auszurechnen, rechnen wir gleich aus, was ist die Menge aller möglichen Lösungen. Und das kann man kann beweisen, dass es für die meisten Systeme nicht exakt geht, aber man kann das überabschätzen. Und wir machen das ein bisschen größer und versuchen diese Vergrößerung so klein wie möglich zu halten. Wenn jetzt aber diese Vergrößerung zum Beispiel keinen unsicheren Bereich schneidet, wissen wir auch, okay, es ist beweisbar korrekt. Wenn Sie jetzt simulieren, können Sie tausendmal simulieren, zehntausendmal simulieren. Beim zehntausend und ersten Mal können Sie dann eventuell in diese unsichere Menge hineinkommen. Das heißt, Sie können mit Testen und Simulieren nichts beweisen. Es geht nur mit diesen neuartigen Verfahren, die wir hier entwickeln. Gut, jetzt gebe ich Ihnen noch einen kurzen Einblick, wie das im Prinzip funktioniert. Die nächsten zwei, drei Folien sind jetzt so ein bisschen technischer. Da ist es, versuchen Sie einfach so das große Ganze zu verstehen. Wenn man jetzt noch nicht so viel Einblick in Differentialgleichung hat, davon gehe ich jetzt mal aus, dann ist es auch nicht so schlimm. Also eine einfache Menge dynamischer, kontinuierlicher Systeme sind lineare Differentialgleichungen. Also die Änderung des Zustands x über der Zeit, das ist eigentlich dx über dt, ist a mal x plus u. Und wenn jetzt zum Beispiel die Menge an Zuständen gegeben ist, können wir dann, und die Menge möglicher Eingänge, können wir damit jetzt die Erreichbarkeitsmenge bestimmen. Was machen wir im ersten Schritt? Wir überlegen uns, okay, welche Menge an Zuständen hat man, wenn man erstmal die Lösung betrachtet für einen Zeitschritt ohne unsichere Eingänge. Da gibt es eine geschlossene Formel, also da muss man halt die Exponentialmatrix mit der Anfangsmenge multiplizieren und dann noch so ein Faltungsintegral dazu addieren. Das habe ich hier gesagt, da ist es jetzt nicht so schlimm, wenn Sie das nicht alles kennen. Und im nächsten Schritt würden wir dann sagen, okay, die Verläufe in einem Zeitintervall sind ungefähr gerade Linien, das stimmt natürlich nicht. Also bauen wir so eine konvexe Hülle darum. Und die wird dann erweitert, um dann noch festzustellen, okay, wie weit muss man es erweitern, damit wirklich alle Lösungen drin sind, weil die dann nicht gerade Linien sind, sondern auch gekrümmt sind. Und da gibt es dann ein Verfahren, um das genau zu bestimmen. Und jetzt bei nichtlinearen Systemen ist es etwas komplizierter. Da zeichnen wir jetzt noch ein bisschen, wie man das ungefähr machen kann. Da gibt es ganz viele andere Verfahren noch. Das ist nur ein kurzer Einblick. Man kann das System dann linearisieren. Man sagt einfach, es ist zwar nicht linear, aber naja, wir schätzen, es ist linear, nutzen den Algorithmus von davor und dann überlegen wir uns, was für einen Fehler haben wir mit dieser Abschätzung gemacht, raten diesen Fehler, erweitern praktisch die Menge und überprüfen dann im Nachhinein, haben wir richtig geraten oder nicht? Und wenn wir richtig geraten haben, können wir weiterfahren.
Und das machen wir in dem Fall, es war in dem Fall richtig gerade. Und wenn nicht, ist es, wird es iterativ verfeinert. Und dann macht man das mehreren Zeitschritten, kriegt man so einen Schlauch an möglichen Lösungen. Und die schwarzen Linien zeigen jetzt in dem Fall auch, wenn man das jetzt simulieren würde, was wären denn die möglichen Verhalten von diesem System? Das war bis vor ein paar Jahren unmöglich für größere Systeme zu machen, haben wir riesige Fortschritte erzielt und auch ein Software-Tool geschrieben. Da komme ich gleich dazu. Genau, das kommt gleich hier. Das Tool heißt Cora, steht für Continuous Reachability Analyzer. Wir machen ein neues Tool, AROC, was eigentlich das Cora nutzt und aber automatisch praktisch Verhalten erzeugt, die gleich sicher sind. Und weil das Brüder und Schwester sind, ist das AROC genau die Spiegelung von Cora und haben da so eine ganz nette praktisch Tool-Familie dann aufgebaut. Alle Plots, die jetzt gezeigt wurden, sind auch mit Cora erzeugt worden. Dann haben wir einen Workshop, den ich immer mit einem Kollegen in Goran aus Paris organisiere. Also Forschung ist ja sehr international. Das hat 2014 in Berlin angefangen. Da waren wir in Seattle, Wien, Pittsburgh, Oxford, Montreal und dann wieder in Berlin und stellen dann praktisch immer unsere neuen Tools vor. Und seit 2017 gibt es auch einen Wettbewerb, wo dann die unterschiedlichen Forscher ihre Algorithmen nutzen, um dann gegeneinander anzutreten. Also ich halte es halt für sehr wichtig, dass so eine friendly competition zu haben, dass man auch sieht, wie gut man im Gegensatz zu anderen dasteht, damit die Forschung möglichst transparent ist. Die Ergebnisse sind auch einsehbar. Sie können auf die Webseiten gehen, sich das alles anschauen, die Tools runterladen, selber ausführen. Ist komplett transparent. Dann haben wir noch ein anderes Tool, speziell für autonomes Fahren, Spot. Da sehen Sie dann auch noch gleich ein paar Plots, wie das dann funktioniert. Da können wir dann so mengenbasierte Prädiktionen durchführen, was ich halt vorher gezeigt habe, Management von Verkehrsregeln. Es ist echtzeitfähig und man kann halt diese ganzen die ganzen Unsicherheiten im Straßenverkehr berücksichtigen. Dann haben wir noch ein anderes Tool, Common Road. Das ist, nutzen wir zum Beispiel, um Bewegungsplanung für autonomes Fahren zu bewerten. Wie gut ist es im Gegensatz zu anderen Planern? Da gab es gar nichts. Das haben wir auch aus dem Boden gestampft. Da sind wir weltweit die Ersten, die das machen. Ich kann auch mal kurz die Webseite zeigen. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, das ist mal so blöd. Genau, das ist die Common Road Webseite. Dann sieht man, okay, jetzt sind 25.000 Lösungen hochgeladen worden. Gibt so 2.000 Szenarien. Momentan 380 Nutzer. Und dann kann man zum Beispiel auf Benchmarks gehen und sagen, ja, ich möchte ein Szenario haben, zum Beispiel, muss mal kurz gucken, mit dem Stau. Mal kurz gucken, Traffic Jam. Und zum Beispiel soll auch ein paar andere Verkehrsteilnehmer drin sein. Und dann sieht man, okay, hier sollte jetzt ein Stau sein. Hier sieht man auch eine Fahrspur, einen Stau. Man kann doch hingehen und gucken, hat das schon einer gelöst? Nein, in dem Fall nicht. Aber andere wurden schon gelöst. Man sieht zum Beispiel hier, oh, wahrscheinlich wurde das, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Wir bauen ja gerade die Website neu auf. Es kann sein, dass neu aufgesetzt wird. Das ist natürlich der FOF-Effekt. Aber wenn Sie heute Abend hinschauen, müsste es wieder online sein. Da sieht man die besten Lösungen. Wir sind gerade am Webseitenumbau. Okay, also vielleicht, oder ich aktualisiere nochmal die Webseite. Vorhin hat es noch funktioniert. Egal, okay. Genau, kann man auch selber später heute Abend nochmal drauf schauen. Mal nochmal hier groß. Gut, jetzt komme ich noch kurz auf das Tool Spot. Das kann man sich halt ganz gut vorstellen, weil das halt alles im Straßenverkehr ist. Da hat jeder gewisse Erfahrungen. Da kann man jetzt gewisse Annahmen treffen, die man an- und ausschalten kann, zum Beispiel, dass andere Verkehrsteilnehmer nur mit einer gewissen Maximalbeschleunigung beschleunigen können. Das liegt daran, dass die Haftung zwischen Straße und Fahrzeug begrenzt ist oder auch zwischen Schuh und Straße, wenn wir betrachten ja auch Fußgänger oder Radfahrer. Dann eine gewisse Beschleunigung nimmt dann ab mit der Geschwindigkeit Also es gibt eine gewisse Maximalgeschwindigkeit, die einzuhalten ist. Da nehmen wir dann an, zum Beispiel, dass die Fahrzeuge nicht schneller als 20% über der Geschwindigkeitsbegrenzung fahren. Und das wird dann beobachtet und online abgedatet, wenn wir dann eine Missachtung feststellen.
Und wie gesagt, wir berücksichtigen, dass die Beschleunigung abnimmt ab einer gewissen Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der man auch mit einem Auto mit durchdrehenden Rädern fahren kann, weil da dann die Haftung die limitierende Faktor ist, was durch dieses Amax beschränkt ist. Und das andere ist dann durch die Leistung des Antriebs beschränkt. Man darf auch nicht einfach in Gegenspur ohne Grund fahren. Bei Spurwechseln muss man eine Mindestdistanz einhalten und rückwärts fahren, außer wenn man einparkt, ist auch nicht erlaubt. Wenn wir jetzt diese Einschränkung nicht hätten, würden halt sehr, sehr große Bereiche belegt werden und das autonome Auto würde sehr oft abbremsen müssen. Und deswegen, die Regeln sind ja allgemeingültig, setzen wir die voraus. Und wenn die halt, wenn jetzt dann zum Beispiel jemand absichtlich vor ein Auto rennt, dann ist das wäre ein tragischer Fall, da kann man nichts machen, aber wir können halt nachweisen, dass wir nicht den Unfall verursacht haben, weil das jetzt keine Sache ist, die man als Fahrer berücksichtigen muss. Genau. Allerdings, wenn alle diese Regeln beachten, gäbe es dann wieder keine Unfälle. Also wenn alle Autos dann autonom wären, wäre das praktisch völlig unfallfrei. Genau. Das ist auch noch eine Sache, da komme ich auch noch mal am Ende darauf zu sprechen. Wir können natürlich nicht beweisen, dass es keine Unfälle mehr gibt. Wie gesagt, wenn Sie sich verstecken hinter einem geparkten Auto und springen vor ein anderes Auto, dann sterben Sie auch nach wie vor mit autonomem Fahren. Was halt nur nicht mehr passiert, ist, dass ein Auto einen Unfall verursachen wird, wenn dieses autonom ist, wenn es diese Software nutzt, die wir entwickeln. Jetzt ist es so, um das möglichst schnell zu rechnen, rechnen wir diese Mengen parallel mit unterschiedlichen Annahmen. Zum Beispiel einmal das Orangene wäre zum Beispiel ein Gebiet über ein Zeitintervall, wo wir sagen, die Beschleunigung ist begrenzt. Das Blaue wäre zum Beispiel ein Gebiet, wo wir sagen, naja, man darf die Straße nicht verlassen und wir berücksichtigen auch, dass das Auto irgendwann nicht mehr so schnell beschleunigen kann. Dann kriegt man diese blaue Menge. Dann gibt es noch zusätzliche Einschränkungen, dass Fremdfahrzeuge nicht einfach vor uns reinschneiden dürfen. Das kann natürlich passieren. In dem Fall sind wir da nicht schuld, wenn es zum Unfall kommt, aber wie gesagt, wir reagieren so gut es geht immer. Und dann erhält man zum Beispiel diese schwarze umrandete Menge, mit der wir dann arbeiten. Das wäre dann zum Beispiel eine Menge, die wir nicht reinfahren dürfen. Hier sieht man nochmal, okay, für diese beschleunigungsbasierte Belegung kann man Kreise annehmen, weil die Beschleunigung in jede Richtung gleich limitiert ist. Für unterschiedliche Zeitintervalle spannt man dann halt so eine Art Polygon auf, was sehr effizient sich berechnen lässt. Wie schnell man jetzt so einen Straßenverlauf folgen kann, da könnte man zum Beispiel ein Optimierungsproblem lösen und dann wie so ein Formel-1-Fahrer überlegen, wie fahre ich am besten durch. Das kostet allerdings eine gewisse Rechenzeit. Deswegen führen wir da ein paar Vereinfachungen durch. Wir fahren dann einfach immer innen in der Spur und beamen uns dann auf die nächste innere Spur, so ähnlich wie bei Star Trek. Das führt dazu, dass die Menge größer ist als in der Realität. Also das Ego-Fahrzeug wird etwas vorsichtiger fahren, aber das lässt sich dann sehr, sehr leicht und schnell rechnen. Und wir sind beweisbar sicher, weil wir eine Überabschätzung des Verhaltens dann bekommen für andere Verkehrsteilnehmer. Gut, hier sieht man dann echte Plots, die echt in einem echten Fahrzeug durchgeführt wurden. In dem Fall war es ein BMW-Fahrzeug. Wir kriegen demnächst auch ein höchstwahrscheinlich oder eigenes Fahrzeug, das wir uns mit anderen 10 anderen Lehrstühlen teilen. Sobald das dann aufgesetzt ist, können Sie dann, wenn Sie dann bei uns irgendwann mal Abschlussarbeiten schreiben, Seminare belegen oder Praktika durchführen, auch selber mitentwickeln und auch selber in dem selbstfahrenden Auto mal mitfahren und das auch mal selber zu erleben. Das ist immer recht spannend, wenn man dann Algorithmus ändert und man kann das wirklich erleben, wenn man im Auto sitzt, wie das Fahrzeug dann anders reagiert, das macht immer besonders viel Spaß. Genau, hier sieht man jetzt die Anfangssituation, das ist eine Straßenkreuzung in München, sieht man auch später noch mal im Video mit einer Fahrspur, eine Fahrradfahrspur. Wir möchten links abbiegen und das Rote wäre so ein Notfallmanöver. Wir fahren allerdings erst das Blau-Schwarze geplant und dann das Notfallmanöver. Und das Notfallmanöver wird immer wieder mit ganz hoher Frequenz neu geplant. Das heißt, für einen Planungszyklus überlegen wir uns, okay, wo können andere hinkommen? Hier unten ist zum Beispiel ein Fußgänger. Da ist es dann so, genau, der kann dann auch immer größere Bereiche erreichen. Und wir sehen dann, ah ja, Entschuldigung, wir können ste zum Stillstand kommen, alles ist sicher. Und wissen dann, dass wir das erste schwarze Stück abfahren können. Und während wir das erste schwarze Stück abfahren, werden wir das dann wieder überprüfen, ob der nächste Zeitschritt wieder sicher ist und so weiter. Jetzt kann man auch mal überlegen, stimmen unsere Prädiktionen jetzt mit der Realität überein? Da haben wir dann auch so Datensätze genommen,
die öffentlich zugänglich sind, zum Beispiel aus USA, es gibt auch aus Deutschland Datensätze, zum Beispiel aus Aachen, wo man dann überprüfen kann, naja, stimmt das alles? Und da haben wir zum Beispiel mal über 8000 Fahrzeuge überprüft und festgestellt, okay, unsere Prädiktion schließt alle möglichen Verhalten ein. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, ist ja voll einfach, macht man die Mengen riesig groß, dann passt alles. Wir haben natürlich auch gezeigt, dass die Mengen nicht übermäßig groß sind durch Simulationen. Das Blaue sind Verhalten, die von einem sehr präzisen Mehrkörpermodell von einem Fahrzeug erzeugt wurden. Und man sieht, dass die wirklich möglichen Verhalten, die blauen Punkte, relativ eng eingeschlossen sind von diesem Grau, von dieser grauen Menge, die wir berechnen. Das heißt, wir sind nicht, wir können immer zeigen, wir schließen alles Verhalten ein, wir können es schnell rechnen und es ist auch nicht übermäßig groß. Gut. Das haben wir dann auch für ganz viele Szenarien getestet. Also hier sieht man mal so Beispiele aus Common Road mit unterschiedlichen Prädiktionshorizonten, wo wir dann gesehen haben, okay, wir sind meistens schneller als 100 Millisekunden und hier sieht man einfach ein paar Beispiele, die getestet wurden. Ist jetzt nicht so mega spannend. Was jetzt noch spannend ist, ist, wie gehen wir jetzt mit Extremsituationen um? Zum Beispiel am Times Square in New York. Da haben sie dann so viele Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fußgänger, dass es dann doch mal sein kann, dass die Rechenzeit ziemlich lange wird. Und dann muss man sich dann nochmal spezielle Verfahren überlegen. Und weil man die halt auch recht schön bildlich zeigen kann, wir jetzt nicht zu sehr in die Details gehen müssen, hat sich das auch nochmal angeboten, das nochmal ein bisschen hier einzutauchen in diese Thematik. Also was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben uns ist einfach so abstrakt durch so ein Polygon dargestellt, ein Fremdfahrzeug detektiert und haben überlegt, wo kann das hinfahren? Wir können das jetzt sehr konservativ machen, mit diesen, dass man sagt, okay, die müssen sich nicht an Verkehrsregeln halten, wir gucken nur an, wie schnell kann ein anderes Fahrzeug beschleunigen und rechnen uns damit die Grenze aus. Dann haben wir ein zweites Modell genommen, zum Beispiel, ja, man kann jetzt nicht die Fahrspur einfach verlassen und so weiter. Ein drittes, und wenn man jetzt diese Schnittmenge betrachtet, kriegt man eine recht enge Menge. Dann haben wir dann überlegt, naja, kollidiert es mit dem Ego-Fahrzeug? In dem Fall nein. Alles tippitoppi, können wir abfahren, passt schon. Jetzt hat man aber viele Modelle rechnen müssen, wenn man dann ganz viele Verkehrsteilnehmer hat, läppert sich die Rechenzeit und dann ist man nicht mehr echtzeitfähig. Das heißt, was wir dann geändert haben, war, dass wir gesagt haben, naja, wir nehmen jetzt erstmal dieses ganz einfache Modell, machen eine ganz, ganz einfache Rechnung. Zum Beispiel, das Auto beschleunigt gar nicht, sondern fährt sofort mit der maximalen Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs in alle Richtungen. Und selbst wenn dann keine Kollision ist, reicht es ja, einfach diese extreme Annahme zu treffen. In dem Fall reicht es nicht aus, aber man kann dann eine zweite Verfeinerung machen. Und durch die zweite Verfeinerung sieht man schon, ah ja, alles ist sicher, wir müssen nicht mehr weiter rechnen, wir brauchen nicht noch ein drittes, viertes und fünfte Abstraktion und kann sich damit relativ viel Rechenzeit sparen. Was wir auch machen, ist, wir können Ergebnisse wiederverwenden. Dadurch, dass wir das alles mengenbasiert machen, können wir Mengen, die wir schon mal berechnet haben, nutzen, weil wir garantieren können, dass die alten Lösungen ja eh schon alles einschließen. Das heißt, wenn Sie jetzt für drei Zeitschritte das Verhalten eines anderen Verkehrsteilnehmers vorhersehen, dann wollen Sie einen neuen Zeitschritt hinzunehmen, dann können Sie die alten wiederverwenden und nur den letzten sozusagen in Anführungsstrichen einfach anklatschen. Das hat ein bisschen den Nachteil, dass die Menge größer ist, als sie sein muss, weil natürlich durch die präzise Messung weiß man ja, okay, die Menge, die wir davor hatten, ist eigentlich zu groß gewesen. Wenn man aber jetzt mal kurzfristig Rechenzeit einsparen will, kann man diesen Trick durchaus verwenden und spart sich dann auf Kosten der Genauigkeit in der Zukunft praktisch Rechenzeit. Das sieht man jetzt hier nochmal, da hat man was angeklatscht, ist jetzt größer geworden. Das ist ein bisschen blöd, weil im nächsten Zeitschritt schleppt man dann diese Fehler mit. Aber irgendwann kommt wieder der Zeitpunkt, wo man dann noch Rechenzeit übrig hat. Und dann kann man das Ganze wieder verfeinern. Das heißt, man hat das so eine Art Anytime-Ansatz. Das heißt, immer wenn wir Rechenzeit übrig haben, rechnen wir es möglichst präzise. Und wenn jetzt gerade mal alles kritisch ist, rechnen wir ein bisschen ungenauer, dann muss vielleicht das Auto ein bisschen langsamer fahren oder vielleicht mal langsamer fahren, dass ein Unfall oder dass die Sicherheit nachgewiesen ist. Und damit kann man dann aber sehr gut in der Praxis umgehen. Hier sieht man dann so ein paar Beispiele und kann erkennen, wie viel Einsparung man erzielt. Zum Beispiel das erste und zweite Fremdfahrzeug ist so weit von unserem Ego-Fahrzeug weg, wenn man da einfach annimmt, die fahren mit voller Höchstgeschwindigkeit in alle Richtungen, da sieht man, okay, da kann eh nichts passieren.
Das heißt, man muss sie nicht genau berechnen und spart sich zum Beispiel in diesem Szenario viel Zeit und ist 8-mal schneller in der Verifikation. Bei diesem Szenario war es noch extremer. Da sind wir dann 47-mal schneller gewesen. Also sieht man durchaus, dass es sich lohnt. Da ging es darum, dass ein Ego-Fahrzeug einen Spurwechsel gemacht hat und wollte dann einfach feststellen, ob das sicher ist oder nicht. Das sieht man jetzt gar nicht so leicht, weil wir alle Zeitschritte in einem Plot drin haben. Das heißt, wenn das Auto hier ist, ist das rote Auto zum Beispiel schon hier. Das heißt, das ist sogar sicher gewesen. Gut. So, jetzt fangen wir mit den Videos an, dann kann man sich das noch ein bisschen besser vorstellen. Das erste ist ein recht kurzes Video. Da sieht man dann mal, wie das im echten Fahrzeug gerechnet wird. Vielleicht muss ich auch aus. Okay. Ja, ich habe da immer, ich bin eigentlich Linux-Nutzer, aber bei Windows muss wie immer, muss man, ich habe es wegen Zoom gemacht, oft nochmal wieder alles neu starten. Genau, also sieht man hier die Mengen und das ist eine Szene, wo wir in München rumgefahren sind. Sind auch so ein paar andere Fahrzeugdaten. Genau. Gut, das ist so ein erster kleiner Einblick. Kommen noch einige Videos. Gut, das ist eine Szene, die kennen wir schon. Ich starte die mal. Da sieht man dann auch die reale Situation in München. Ich glaube, ich war sogar in Schwabing. Genau, also wir fahren auf so eine Ampel zu. Man sieht, okay, es gibt hier noch einen Radweg. Genau, und jetzt möchten wir halt diese Notfalltrajektorie berechnen. Das ist das, was ich schon gezeigt habe im Vortrag. Und da sieht man, okay, für einen Planungsschritt brauchen wir viele kleine Schritte für den Nachweis. Und im Video werden dann diese Mengen nicht mehr gezeigt, sondern wird nur noch gezeigt, immer das Rote, was die Notfallplan wäre, und das Schwarze, wo das Auto eigentlich langfahren möchte. Und wie gesagt, das Schwarze können Sie dann mit künstlicher Intelligenz planen. Dadurch, dass wir dieses Sicherheitsmodul drumherum haben, ist es alles abgesichert. Man sieht, okay, jetzt will er nicht fahren. Rot hat, also jetzt können wir weiterfahren. Er hat erst den Fahrradfahrer durchgelassen und das andere Auto, da konnten wir rechtzeitig abbiegen. Das habe ich extra drin gelassen, um zu zeigen, viele sagen, ja, wenn man alles beweist, muss man eh immer stehen bleiben, um zu zeigen, naja, man kann schon auch relativ forsch fahren und hat die Sicherheit nachgewiesen. Es war zwar knapp in dem Fall, aber es war in dem Fall trotzdem nachgewiesen. Gut. Jetzt muss ich mal schauen, was ist denn jetzt? Genau. Das ist auch ein schönes Beispiel. Da sieht man jetzt, wie, wenn man künstliche Intelligenz einsetzt, wie das Fahrzeug lernt. Das ist mit Ton, wo auch viel erklärt wird. Leider konnten wir das jetzt nicht mit übertragen. Das heißt, ich werde das dann einfach schnell on the fly ein bisschen kommentieren. Bevor das Video startet, kann ich noch was zu sagen. Dieses eine Auto in dem roten Kreis ist das, was wir steuern. Das ist auf so einer Ringstraße gefahren und muss dann wirklich hunderttausende Kilometer fahren, um das Auto beizubringen, wann es Spurwechsel machen muss mit künstlicher Intelligenz. Also da wurde speziell Reinforcement Learning eingesetzt. Und damit man sich nicht ständig neue Szenen ausdenken muss, lässt man diese Autos auf dem Kreis fahren. So ähnlich wie bei AlphaGo, dass man das mehrere KIs gegeneinander ständig antreten lässt. Und man sieht dann teilweise, wenn wir unser System nicht einsetzen, dann passieren Unfälle. Und wenn wir unser System einsetzen, lernt es praktisch unfallfrei und dadurch wird das Lernen auch beschleunigt. Das war halt Teil eines meiner Publikation, deswegen stehen auch die Autoren jetzt am Anfang vom Video dabei. Genau, man muss halt auch überlegen, wie repräsentiere ich die Umgebung, dass man nicht zu viele Features hat, die in den Lernalgorithmus mit einfließen. Hier sieht man zum Beispiel, da wäre es zum Unfall gekommen, wenn man das im echten Fahrzeug genutzt hätte, das Lernverfahren, hätte die KI mehrere Unfälle verursacht. Genau, und mit unserem Sicherheitskonzept,
Kann auch nichts passieren, man kann dann auch so eine KI richtiges Verhalten lernen lassen, ohne dass es zum Unfall kommt. Genau. Kann man stundenlang zuschauen, aber das Grundprinzip hat man jetzt gesehen. Dann wechseln wir mal den Bereich. Jetzt gehen wir mal in die Robotik rein. Was wir auch machen, worüber auch das Startup handelt, ist, dass wir neuartige Roboter bauen, die modular sind. Die funktionieren wie Lego. Das sieht man dann auch in dem Video. Ich starte vielleicht einfach das Video. Die Idee ist halt, beim klassischen Roboter hat man das Problem, dass man einfach den Roboter so nutzen muss, wie man den kriegt. Man kann ihn nicht mehr anpassen. Und in der heutigen Welt ändert sich ja alles schnell. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine neue Aufgabe hat, kann der Roboter den nicht erreichen, muss den umprogrammieren und auch reparieren ist schwierig. Man muss dann oft den ganzen Roboter austauschen, dass die Produktion nicht stehen bleibt. Und wenn man jetzt so ein bisschen Lego als Inspirationsquelle nimmt, dann sieht man ja, dass man da mit einfachen Modulen schnell was bauen kann. Und wir haben dann halt diese Idee übernommen und bauen Roboter aus Modulen, die ganz leicht andersartig zusammengebaut werden können und dann unterschiedlichste Aufgaben erledigen können. Und das Problem war immer, dass man dann den Roboter früher neu programmieren musste und Programmierer sind sehr teuer und dann hat sich das nicht gelohnt. Aber was wir jetzt anders machen, ist, dass wir in jedem Modul Informationen abspeichern und mit Hilfe dieser Informationen programmiert sich dann der Roboter selber und muss nur zusammengeschraubt werden, kann die Aufgabe, also die Höhe die Aufgabe zum Beispiel greife dahin erledigen, ohne dass man jetzt die Steuerung für den Motor einzeln programmiert. Genau. Das ist ein sehr, sehr früher Prototyp. Also die neueste Version sieht man dann in unserem Experiment. Also die Startup-Gruppe wird am Ende vom Vortrag auch noch die neueste Generation an Robotern vorstellen. Hier sieht man noch, wie wir dieses modulare Konzept mit unseren Sicherheitsverifikationen kombiniert haben. Das wurde auch in Science veröffentlicht. Ist dann auch recht durch die Presse gegangen. Also da gab es wirklich dann auf, weiß nicht, Spiegel oder Fokus sind dann teilweise Artikel erschienen über dieses Konzept. Kann man auch mal starten. Der erste Teil, da geht es wieder um diese Modularität und wie praktisch der Roboter sich selber programmiert. Und der zweite Teil von dem Video zeigt dann, wie wir diesen Sicherheitsnachweis durchführen. Und wie gesagt, der Roboter steht auch im Labor. Wenn Sie ja mal an der Uni sind und Corona nicht ganz so schlimm unterwegs ist, dann können Sie sich das auch mal anschauen. Genau, das ist ein ganz früher Prototyp, noch früher als das andere Video, wo wir einfach ein paar Teile zusätzlich gedruckt haben. Und andere Teile waren Zukaufteile, die wir dann gehackt haben, weil die natürlich diese Modularität nicht haben. Hier sieht man dann, dass man halt Geometrieinformationen, kinematische und dynamische Informationen abspeichert. Und wenn man den zusammenbaut, werden diese Informationen ausgelesen und dann findet diese Selbstprogrammierung statt. Genau, also wir haben dann auch jetzt eben gerade gesehen, dass da so Gravitationskompensation programmiert wurde, vollautomatisch von Roboter, dass man den einfach bewegen konnte. Genau, hier sieht man jetzt das Sicherheitskonzept, dass der Roboter immer beweisbar korrekt agiert, ohne dass der Roboter einen Menschen verletzen kann. Genau, wir nutzen auch für Roboter exakt das gleiche Konzept, was ich für autonomes Fahren vorgestellt habe. Hier sieht man den Stefan, einen Doktorand von mir, wie er jetzt versucht, da den Roboter durcheinander zu bringen, aber unser Konzept ist ja beweisbar sicher, deswegen kann da nichts passieren. Das haben wir auch am Tag der offenen Tür demonstriert, falls da einer mal im Labor bei uns war, dann weiß man, also die Leute, die auch Kinder, die am Tag der offenen Tür gekommen sind, haben sich dann sehr, sehr schnell sehr, sehr viel getraut. Das war auch interessant zu sehen. Hier sieht man jetzt so eine Sechsachs-Konfiguration mit sechs Freiheitsgraden. Wenn man das jetzt umbaut, dann sind es acht Freiheitsgrade. Ohne neue Programmierung ist der sofort wieder sicher. Und das ist auch weltweit der einzigste Roboter, der umbaubar ist und beweisbar sicher sofort wieder funktioniert. Das kann bis jetzt noch keiner, hat also noch keiner nachbauen können. Obwohl eigentlich wir es ja veröffentlicht haben, aber so einfach ist es dann doch nicht umzusetzen.
Genau, das wurde auch in dem Rahmen von dem EU-Projekt in einem sehr interessanten Anwendungsfall umgesetzt, weil es halt einfach recht witzig ist, zeige ich es ganz gern. Da geht es darum, dass in der Lebensmittelindustrie, wenn jetzt jemand nicht in die Arbeit kommt und ausfällt, dann hat man oft Probleme, dass die anderen Arbeiter nicht nachkommen. Also hier geht es um Sandwich-Belegung. Das war eine Fabrik, die ein Viertel aller Sandwiches für UK produziert. Und wenn man da aber so einen Roboter reinsetzt, dann muss der ja sicher sein, weil ja der Arbeitsraum der Menschen mit dem Roboter sich überschneidet. Und da haben wir einige Laborexperimente, so Vorstudien durchgeführt. Das sieht man jetzt hier, wo wir dann auch unterschiedliche Sensorkonzepte verglichen haben. Also wir wollen idealerweise exakt die Pose von Menschen messen. Das ist aber sehr teuer. Das heißt, wir haben so eine Kinect-Kamera, die hier oben zu sehen ist, aus der Spielzeugindustrie, also aus der Gaming-Industrie verwendet, der aber nicht zertifizierbar ist, mit so einem Lichtvorhang, der zertifizierbar ist. Und indem wir diese Sensoren sehr geschickt kombinieren, konnten wir halt einen recht effizienten Roboter bauen, der sicher ist. Das heißt, wenn die Kinect denkt, okay, die Person greift jetzt gleich zum Roboter, nimmt er sich einfach die Inkredenzien von dem anderen Band. Genau. Hier sieht man dann mal einen Fall, wo er sagt, naja, jetzt könnte es gefährlich werden, ich gehe auf die andere Seite. Und nachher sieht man dann so einen Fall, wo der Mensch sich so schnell bewegt, dass der Roboter in Nothalt gehen muss. Wir haben natürlich keine echten Tomaten und Salatblätter verwendet, weil das immer eine ganz schöne Matscherei dann gewesen ist, falls sich das einer fragt. Hätte man mal so einen Nothalt gesehen. Da haben wir auch künstliche Intelligenz teilweise eingesetzt, dass man möglichst selten in Nothalt gehen muss. Genau. Jetzt müsste das Video eh bald zu Ende sein. Wir natürlich immer auch eine Simulation mitlaufen lassen, damit man das System recht zuverlässig weiterentwickeln kann. Man sieht ja nicht, was der Roboter gerade denkt. Und damit lässt sich das System natürlich leichter weiterentwickeln. Genau. Gut. Entschuldigung, das hatten wir ja schon. Ja, ist alles gut. Wir haben das auch eingesetzt für mobile Roboter in Bürogebäuden. Bosch hat da einiges entwickelt und da sieht man ganz gut, dass unser Konzept nicht nur sicher ist, sondern auch wirklich effizienter. Also das ursprüngliche Konzept, was auch in der ISO-Norm vorgeschlagen wird, ist, wenn Personen sich in der Nähe von einem Roboter befindet, verlangsamt der Roboter und wenn man ganz nah ist, muss er anhalten. Da sieht man jetzt zum Beispiel hier so ein Szenario, wo zwei Personen auf einen Roboter zugehen und okay, schade. Vielleicht ist Wie gesagt, ich bin eigentlich Linux-Nutzer. Es kann sein, dass der Codec in Windows nicht vorhanden ist. Probier es noch einmal. Ah, okay, gut. Ist das nicht so schlimm? Wir haben ja eh gleich die Live-Demo. Wir können halt zeigen, dass unser Konzept schneller ist und besser. Das wurde auch eingesetzt bei BMW, zum Beispiel vom Verladen von Fahrzeugen. Da ist es so, dass da müssen ja Menschen dann das Fahrzeug aus der Fabrik auf den Zug fahren oder in Schiffscontainer auf Schiff fahren. Das kostet ja Zeit. Und was man dann versucht, ist, dass man das autonom macht. Und die meisten Autos sind ja noch nicht autonom. Das heißt, man hat da aber so einen Funkchip, also so eine SIM-Karte drin in jedem BMW, also zum Beispiel für einen E-Call, wenn es ein Unfall passiert. Und man kann das nutzen, um das Auto halt über Infrastruktursensorik zu steuern. Das heißt, dass es Kameras auf dem Parkplatz sind. Das heißt, wenn ein Mensch vor das Auto läuft, dass das dann nur über eine SIM-Karte weiß, okay, jetzt muss ich abbremsen. Und das muss auch beweisbar sicher sein. Und da sind auch große Latenzen drin. Und man sieht, das Auto reagiert sehr träge wegen diesen Latenzen im Mobilfunknetz. Man muss ja immer beweisbar sicher sein. Aber man sieht auch, ja, das ist fast alles. Und am Ende, wenn das Auto verladen ist, wird auch dieser Chip, der das kann, zerstört. Also wie bei Inspector Gadget zerstört sich von selbst und dass dann nicht noch nachträglich einer da das Auto hacken kann. Das wäre nicht so lustig. Genau.
es auch gezeigt. Dann komme ich jetzt eh zur Schlussfolgerung. Danach kommt noch ein Live-Experiment, wenn es klappt. Es kann immer sein, dass da was gerade nicht klappt, wo man mal die neuen Roboter sieht. Genau, also wir haben gezeigt, dass wir alle möglichen Verhalten berechnen können, dass wir unsichere Anfangszustände berücksichtigen können, Störungen und Parameter, dass wir unter diesen Annahmen, wenn wir also mathematische Modelle haben, würden wir die dann vergrößern, also Unsicherheiten hinzunehmen, damit wir diese Sicherheitsnachweise kriegen. Wir können das auch heute schon schneller als Echtzeit rechnen. Da sind wir sehr zuversichtlich. Wie gesagt, wir kriegen jetzt demnächst unser eigenes autonomes Fahrzeug, höchstwahrscheinlich. Das ist noch nicht ganz sicher, wo wir das dann auch wirklich mehr Testfahrten durchführen können, als wenn wir auf Partner angewiesen sind. Wir haben diese intrinsische Sicherheit, die eigentlich fast kein anderes Verfahren hat. Das heißt, wenn man Annahmen vergisst, resultiert es nur in unnötig vorsichtigem Verhalten, aber nie in unsicherem Verhalten. Und wie ich schon gemeint habe, Unfälle lassen sich nicht vermeiden, aber was wir beweisen können, ist, dass wir keinen Unfall verursachen. Wenn alle Autos keinen Unfall verursachen, dann gibt es auch keine Unfälle. Aber beweisbar sicher ist man damit noch nicht unterwegs, sondern nur beweisbar korrekt sozusagen. Gut, dann wäre ich am Ende. Es soll ja noch eine Fragerunde dann geben. Ich weiß nicht, Aaron, sollen wir dann jetzt erstmal das Live-Experiment machen, danach die Fragen? Wunderbar. Soll ich dann den Bildschirmteilen stoppen wahrscheinlich, oder? Okay. Genau, ist gestoppt. Ah, wunderbar, sehe ich schon das Labor. Ja, cool. Dann würde ich sagen, hallo, mein Name ist Martin. Ich bin Konstantin. Und wir sind gerade im Labor und würden ganz kurz den modularen Roboter zeigen, von dem Professor Althoff gesprochen hat. Ich hoffe, jeder kann uns verstehen. Dann machen wir kurz einen Schwenk. Und ja, hoffentlich kann man das jetzt erkennen. Wunderbar, genau. Also wie vorhin im Video angezeigt, wir haben hier einzelne Module, wie zum Beispiel ein Link-Modul und die rotatorischen Module nennt man dann meistens Joint-Modul. Und die sind wirklich einfach verbindbar, indem man die zusammensteckt, verschraubt. Und am Ende wird sich dann komplett der Regler selbst gebildet und der Roboter kann komplett selbst fahren. Aus Zeitgründen haben wir das natürlich jetzt schon mal vorbereitet und Konstantin kann jetzt den Roboter, der eben so zusammengesteckt wurde und dann die Regelung und die Steuerung, die so jetzt weiß, wie der Roboter aussieht, ganz normal verfahren wie jeder beliebige Industrieroboter. Das heißt, Konstantin, kannst dann gerne loslegen und den Roboter verfahren. Und genau, damit haben wir sozusagen, also unser aktueller, der bisherige Demonstrator des modularen Roboters, wo wir eben dieses Prinzip des Plug-and-Plays ja, vorstellen und beweisen. Und wir arbeiten ganz fleißig an der nächsten Version und haben auch ein Praktikum dazu. Das nennt sich Bau eines modularen Roboters, wo wir ganz viele Themen rund um den Roboter in ROS, dem Robot Operating System, behandeln und ganz viele Experimente und Demos dazu machen. Genau. Das, ja. Und jetzt hoffe ich, dass der Roboter nicht meinen Laptop erwischt, aber tut er nicht. Ja, cool. Genau. Ich würde dann eigentlich fast wieder übergeben, oder? Können wir noch was sagen? Also, wir könnten vielleicht noch ein, zwei neue Module in die Kamera halten, aber es ist jetzt auch nicht zwingend erforderlich. Also, ich denke mal, man hat das Prinzip schon verstanden. Ja, die sind gerade drüben, sorry. Aber Okay, ja, passt schon. wie erkenntlich im Prinzip, die sind halt wirklich sozusagen Steckkontakte zwischen den Modulen. Und wenn man den jetzt, man kann jetzt das Modul hier wirklich einfach abschrauben, den wieder dran schrauben, dran stecken. Und der Roboter liest dann wieder seine neue Kinematik und seine neue Konfiguration und alle Parameter aus und berechnet sich dann komplett neu.
wir zu operieren hatten. Das ist halt der große Unterschied zu den klassischen Industrierobotern, die halt immer starr und immer fix sind, halt immer nur so ausgeliefert werden, wie sie ja zusammengebaut wurden im Werk. Okay, wunderbar. Aaron, machst du das da mit den Fragen oder? Ja. Okay, super. Die erste kann ich sofort beantworten. Es ist nicht mehr zu sehen, aber ich habe kurz gesehen, was der Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz und Machine Learning. Machine Learning ist ein Teil von der künstlichen Intelligenz. Also künstliche Intelligenz ist die Übermenge. Also das schließt Machine Learning ein. Tesla oder Comma.ai, ist die Frage vielleicht, welche sind weiter oder was ist besser? Die Sache ist die, Tesla fährt halt eine sehr aggressive Strategie. Die testen gerne Sachen am Kunden. Das muss man wissen. Da gab es auch viele tödliche Unfälle, wo einige Leute sich sehr auf das System verlassen haben und dann auch wirklich gestorben sind, weil sie wirklich was anderes gemacht haben, nicht mehr den Verkehr betrachtet haben. Die deutschen Hersteller sind da konservativer, finde ich in dem Fall auch gut. Allerdings würde ich mir manchmal von den deutschen Herstellern eine etwas aggressivere Entwicklungsstrategie wünschen. Genau. Die wechseln relativ schnell jetzt die Frage. Ich gehe jetzt mal, kann ich als Erste machen, um bis Ende des Studiums bereit sein, im Bereich KI zu arbeiten? Ja gut, einfach studieren. Also wie gesagt, die Grundlagen der künstlichen Intelligenz können Sie ja dann zum Beispiel im sechsten Semester hören, im fünften Semester schon. Sie können auch viele Vorlesungen zum Beispiel von Stefan Günnemann zu Machine Learning hören. Der ganze Bereich KI wird ja ausgebaut in München. Da wird es auch einige neue Professoren geben. Das heißt, bis sie dann am Ende vom Studium sind, gibt es auch noch neue Vorlesungen, neue Professuren zu dem Gebiet. Also da müssen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Jetzt die Frage, reden wir von Jahren, Jahrzehnten oder Jahrhunderten, bis KIs alles, also auch andere KIs zu programmieren, besser können als der Mensch? Ja, also ich werde es nicht erleben und Sie auch nicht. Was in Jahrhunderten passiert, kann ich nicht. Es ist schon sehr schwierig, das vorherzusehen. Gut, es kann ja auch sein, wir haben nur Nuklearkrieg, die Menschheit ist ausgelöscht. Also es ist vieles möglich in 200 Jahren. Ich kann nur sagen, also was ich beweisen, also sicher sagen kann, ist, dass wir das nicht mehr erleben werden. Wo sehen Sie die Zukunft der Automobilindustrie? Na gut, die Automobilindustrie wird ja eigentlich zur Softwareindustrie. Also der Herr Dies von VW hat es erkannt. Leider hat es noch nicht jeder Hersteller erkannt. Es gibt ja zwei große Trends, Elektrifizierung und autonomes Fahren. Und bei der Elektrifizierung, die ist ja voll im Gange, da ist der Forschungsbedarf hauptsächlich im Batteriesektor. Das ist ja auch ein relativ, also da geht es viel um Batteriechemie, auch eigentlich kein klassischer Bereich mehr ist im klassischen Maschinenbau zum Beispiel. Und auch die ganze Software-Geschichte, die jetzt beim autonomen Fahren auf die Hersteller zukommt, ist auch völlig neu. Das heißt, wir haben eigentlich momentan die völlig falsche Belegschaft. Der Dieselmotor und der Verbrennungsmotor wird ja komplett abgeschafft. Man braucht kein Getriebe mehr, man braucht keine Ölpumpen mehr, man braucht keine Lichtmaschine mehr. Also da wird sehr, sehr viel passieren. Es kann auch wirklich, ist es realistisch, dass die deutsche Automobilindustrie sehr große Probleme kriegt und auch wir nicht alle Hersteller überleben sehen, auch wirklich etablierte Hersteller. Also es kann auch zum Beispiel sein, dass wenn es Richtung autonomes Fahren gibt, dass es dann ähnlich ist wie im Flugzeugbereich. Großer Hersteller gibt es in Europa, in USA und dann in Asien, so eine Art Airbus, weil eigentlich ist es dann eigentlich wurscht. Und was von, also sie steigen ja nicht in ein Flugzeug ein und sagen, boah, cool, dass ich jetzt mal im Airbus fliege, boah, geil, die Boeing ist auch viel besser, sondern sie wollen ja eigentlich nur einen Service haben, also von A nach B zu kommen. Das heißt, diese ganzen Differenzierungsmechanismen, die es jetzt gibt in der Automobilindustrie, wird es vielleicht nicht mehr so geben. Muss man abwarten, aber ich denke, da wird es schon große Umbrüche geben. Genau, C++ versus Python für KI. Machine Learning, da gibt es beides, wäre meine Antwort, weil C++ ist effizienter und Python ist besser, um schnell was auszuprobieren. Aber insgesamt ist Python relativ stark vertreten in der KI-Forschung. Also wenn jetzt einer mich fragt, was soll er zuerst machen, wenn einer ganz viel KI machen will, würde ich sagen Python. Aber sowas ändert sich, das unterliegt ja Trends. Genau. Werden in autonom fahrenden Fahrzeugen auch alle Hardware-Komponenten redundant verbaut? Absolut.
Man hat ja gesehen, was passiert, wenn man das nicht macht. Boeing hat es nicht gemacht mit der 737 MAX. Die haben ja diesen Angle of Attack Sensor nur einfach verbaut. Wenn der jetzt falsche Informationen liefert, stürzt das Flugzeug ab. Mir ist noch völlig unklar, wie man so viel Mist bauen kann, aber sie haben es ja auch echt, also sie sind natürlich abgestraft worden. Wahrscheinlich auch über, wenn es wird es noch über viele Jahre so sein, dass viele Kunden noch Angst haben, diesen 737 MAX zu fliegen. Ich fand auch die Lösung jetzt, das zu verbessern, nicht sehr gut. Man hat jetzt nicht mehrere Sensoren verbaut, sondern so eine Art Soft-Lösung gesucht, wo man halt versucht, andere Sensoren zu aggregieren. Es ist jetzt deutlich sicherer, aber man hätte das gleich richtig machen sollen. Beweist man sicher auf sich? Wie genau beweist man, dass ein Gerät wirklich sicher ist? Genau, also die beweisbare Korrektheit hat sich bezogen auf den Bewegungsalgorithmus. Wenn Sie jetzt natürlich echte Hardware-Komponenten haben, Sie wissen ja, eine Festplatte kann ausfallen, Prozessor kann ausfallen, das wird redundant vorhanden sein im Fahrzeug. Sagen wir mal, Sie haben dreifach redundant den Speicher, wo das Fahrzeug hinfahren soll. Kann man das jetzt so lösen, dass man sagt, okay, einer geht weg, dann hat man nur noch zweifach Redundanz. Dann geht man in ein Notfallmanöver, bis das ADAC-Fahrzeug kommt, den Speicher ausbaut und dann hat man wieder dreifach redundant. Das wäre zum Beispiel ein Szenario. Vielleicht sagt der eine oder andere Hersteller, naja, zwei reichen auch erstmal aus. Das kann man ja dann beliebig sicher oder unsicher bauen. So ähnlich wie bei Boeing. Aber ich hoffe, dass die Hersteller da vernünftig sind und das mit möglichst viel Redundanz ausstatten. Und klar, da kann man dann, muss man mit Ausfallwahrscheinlichkeiten rechnen. Da kann man nichts beweisen. Was wir jetzt nur bewiesen haben, waren algorithmische Fragestellungen. Genau, glauben Sie, irgendwann werden nur noch autonome Fahrzeuge fahren dürfen und menschliches Autofahren verboten? Es gibt Länder, da kann ich mir das durchaus vorstellen. Also zum Beispiel ist China sehr aggressiv in der Richtung unterwegs. Das könnte ich mir vorstellen, dass Sie sagen, ja, darfst jetzt einfach nicht selber mehr Auto fahren. Das war auch in der Corona-Pandemie war das, das ist jetzt sehr schwierig, darüber zu diskutieren. Das ist ja auch sehr, sehr hart vorgegangen. Da bin ich eigentlich kein Fan von, aber bei Pandemien ist es extrem effizient. Also wenn man sich die Datenlage anguckt. Es wird allerdings eh so sein, dass ich glaube, zum Beispiel, man kann jetzt nicht, also es wird nie hundertprozentig automatisierten Verkehr geben, weil man kann den Leuten nicht das Zu-Fuß-Gehen verbieten und auch nicht das Radfahren. Und das Radfahren macht einfach keinen Sinn, autonom zu machen. Also wenn dann jetzt das Rad auf einmal in die Vollbremsung geht, fliegt man ja vom Fahrrad. Also auch Motorradfahren kann ich mir schwer vorstellen, dass Leute noch Spaß am Motorradfahren haben, wenn das Motorrad autonom fährt. Also es kann auch sein, dass keiner das mehr machen will in Zukunft. Es gibt auch nicht mehr so viele Leute, die reiten wie noch vor 100 Jahren, aber ja, muss man abwarten. Es wird auf jeden Fall auch, ich glaube, in unserer Lebenszeit nicht so sein, dass es komplett autonomen Verkehr geben wird. PyTorch, TensorFlow oder was anderes. Also TensorFlow wird halt sehr viel verwendet. Da muss man auch überlegen, was will man machen. Will man Reinforcement Learning machen? Will man Supervised Learning machen? Will man Unsupervised Learning machen? Die Tools haben ja alle ihre Stärken und Schwächen. Da müsste man, glaube ich, sich detailliert unterhalten, was jetzt genau die Anwendung ist. Ja, dann noch vielen Dank für das Dankeschön an die Vorlesung. Benutzen Sie auch Kala? Ja, machen wir. Wir haben auch einen Fahrsimulator aufgebaut, wo dann Kala laufen soll. Wir wollen auch unser Tool vollständig in Kala integrieren. Wir haben das allerdings noch nicht fertig. Das ist auch eine Möglichkeit, wo wir auch immer zum Beispiel Studenten suchen, die uns da unterstützen, also entweder als Abschlussarbeit oder gegen Bezahlung, also dann als Hiwi. Da gibt es definitiv Möglichkeiten. Dann, was war Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren die wichtigste Neuerung im Bereich Reinforcement Learning? Naja, also es ist halt, es gab halt nicht diesen einen riesen Durchbruch. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie an Backpropagation denkt oder so, das, was in den 80ern schon war. Es waren auch viele, viele Durchbrüche zu Zeiten, wo KI absolutes Nischendasein geführt hat. Das ist ein Thema, das sehr oft einer Mode unterliegt. Es gab mehrere KI-Winter, aber allerdings war es so, dass nach jedem Winter man auf einem höheren Level gestartet ist. Und so wird es auch wieder sein. Der Hype, der im Moment da ist, ist fast ein bisschen ungesund. Ich glaube, das wird wieder ein bisschen auf ein vernünftigeres Maß runtergehen. Eine Sache, die jetzt viel geholfen hat, war natürlich, dass man große Datenmengen hat und dass man halt tiefere Netze untersucht hat. Also die
weniger, also die besser generalisieren, ohne dass man jetzt irgendwie sich zu sehr auf diese gelernten Verhalten spezialisiert hat. Und da braucht man natürlich Update-Verfahren, die stabil auch funktionieren, wenn man viele Layer hat. Da ist zum Beispiel recht viel passiert. Es wurde auch viel so Actor-Critic-Verfahren im Reinforcement Learning verwendet, die verbessert wurden. Und es gab halt auch extrem viele jetzt Detailverbesserungen, die zusammengenommen halt bessere Performance liefern. Ich muss auch allerdings sagen, dass meine Hauptforschung wirklich diese sicheren Methoden sind und wir das natürlich auch maschinelles Lernen nutzen. Ich jetzt aber nicht hauptberuflich an Reinforcement Learning forsche, sondern jetzt an dieser Schnittstelle haben wir letztens viel gemacht und ich werde natürlich mich zukünftig eher mehr noch mit diesem Thema beschäftigen, aber da jetzt alle Details aufzuzählen, da wäre es fast besser, einen reinen Reinforcement Learner nochmal zu befragen. Aber so, das ist so diese Groberklärung, stimmt schon. Sehen Sie in Zukunft in End-to-End-Learning, End-to-End-Learning, achso, dann ich habe noch ein paar Fragen, Entschuldigung, es waren, diese Vorlesung braucht doch viel Vorkenntnis zu verstehen, oder? Die KI-Vorlesung, die wir anbieten, immer, die braucht überhaupt keine Vorkenntnisse, da starten wir immer von null. Ich habe Ihnen jetzt natürlich, um auch was Interessantes zu zeigen, jetzt nicht das von der Pike auf gezeigt. Also in der Vorlesung würden wir dann halt anfangen mit mit Logik zum Beispiel A und B, A oder B, A impliziert B oder auch bei Wahrscheinlichkeitsverteilung würden wir einfach anfangen mit Unabhängigkeit von Variablen, wie rechnet man oder Bayes Rule und so. Also da fangen wir immer von null an. Also da muss man sich auch keine Sorgen machen. Gerade weil die KI-Vorlesung auch von vielen Leuten besucht wird, die fachfremd sind, also von Wirtschaftswissenschaftlern, Physikern, Chemikern, auch anderen Ingenieuren, fangen wir eigentlich immer da bei null an, dass jeder mitdenken kann. Natürlich ist es so, da gibt es ja viele Konzepte aus der Informatik, gerade zu Suchverfahren oder Logiken und so weiter. Da haben Sie dann eigentlich, sollten Sie in der Vorlesung überhaupt keine Probleme haben. Genau, was machen Sie anders als die KI von Tesla? Diese funktioniert doch ohne Internetverbindung, oder? Und auf Internetverbindung sollte man sich eh nicht verlassen, weil die kann abreißen, das wäre dann irgendwann unsicher. Was Tesla genau macht, weiß kein Mensch, weil sie recht wenig veröffentlichen. Es gibt einige Hersteller, die veröffentlichen recht viel den aktuellen Stand ihrer Arbeit, das macht Tesla nicht. Man kann dann sich manche Patente anschauen und ein bisschen raten, was die gerade umtreibt. Bezüglich dieser formalen Methoden, also Tesla, habe ich gesagt, ist recht aggressiv. Gefühlsmäßig machen sie da nicht so viel wie andere Hersteller, aber ich kann das nicht sagen. Ich kenne, es ist alles Betriebsgeheimnis. Die Universitäten publizieren ja alles, das machen Hersteller recht selten natürlich. Das, klar, wenn man jetzt die ganze Software veröffentlicht, kann das ja sofort einer nachbauen. Wird die TUM menschenähnliche Roboter bauen? Gut. Die TUM ist ja eine große Universität. Was meine ganzen Kolleginnen und Kollegen in Zukunft machen werden, weiß ich nicht. Ich will es nicht ausschließen, aber ich kenne keinen, der es plant. Genau, das Scala hatte ich schon mal beantwortet. Ah, genau. Arbeitet Ihre Gruppe mit den Teilnehmern des RoboRace an der TUM? Ja, auch dieses autonome Fahrzeug, was wir dann planen, aufzusetzen, ist auch mit dieser RoboRace-Gruppe in Kollaboration. Werden auch Witterungseinflüsse und Fahrbahngegebenheiten bei den Sicherheitsverifikationen einbezogen? Ja, machen wir. Wenn die Straße nass ist, haben Sie weniger Reibung. Das wird alles mit einbezogen. Da müssen Sie vorsichtiger fahren. Das habe ich jetzt einfach nicht erwähnt, wäre der Vortrag einfach viel zu lang geworden. Lässt sich der Roboter auch linear steuern oder nur die einzelnen Achsen? Nee, man kann auch statt den einzelnen Achsen auch den Endeffektor steuern, zum Beispiel, dass man sagt, hier bewege dich linear und dann wird über inverse Kinematik werden die ganzen einzelnen Achsen dann angesteuert. Das ist schon eine sehr gute Frage, also da kennt sich einer schon sehr gut aus. Sehen Sie irgendeine Zukunft in End-to-End-Learning oder werden verschiedene Tasks wie Lane, Verkehrszeichen immer getrennt gemodelt sein? Also, das End-to-End-Learning ist meiner Meinung nach wichtig aus wissenschaftlicher Sicht, dass man weiß, was kann man damit potenziell erreichen. Ich bin allerdings sehr, sehr skeptisch, was eine Endzulassung
wie man das zulässt. Und es ist natürlich so, das ist unheimlich schwierig zu trainieren. Also was man bei End-to-End-Learning jetzt so schafft, ist, dass vielleicht ein Auto, wenn man weiße Spurmarkierung hat, einfach nicht die Straße verlässt. Aber das war es auch schon. Ich habe jetzt noch nicht viel mehr gesehen in dem Bereich. Da tut sich natürlich viel schwieriger, das zu trainieren, weil das ein riesen Ding ist. Man braucht extrem viele Daten und hat da überhaupt keinen Einfluss, mal zwischendurch zu gucken, ob das konvergiert oder nicht. Also auch bei einfachen Sachen wie jetzt Spurwechsel muss man teilweise eine Woche rechnen bei Reinforcement Learning, bis man Konvergenz sieht. Bei End-to-End ist das alles noch viel schwieriger. Also ich bin da skeptisch. Allerdings sage ich auch, das ist ein wichtiges Forschungsthema. Man muss einfach in der Forschung viele Richtungen ausprobieren. Es kann ja trotzdem sein, dass man da einen Durchbruch findet. Dann benutzen Sie NVIDIA. Wir nutzen immer das Beste und Schnellste. Da ist es teilweise so, weil sich diese ganzen Server, die man für Machine Learning nutzt, da kommen immer neuere Sachen raus. Da sage ich immer meinen Mitarbeitern, nimm einfach das Beste. Und ich bin jetzt kein Hardware-Freak. Ich denke eher dann schön geistig über unsere Algorithmen dann lieber nach. Aber wir haben natürlich Server dafür und wir teilen die auch. Also was auch ganz gut ist an der Turm ist, wir haben jetzt auch nochmal von Studenten Software entwickeln lassen, dass wenn ein Server jetzt gerade nicht benutzt wird, dass der dann automatisch diese frei brachliegende Rechenleistung umgeleitet wird. Da entsteht gerade recht viel schöne Kollaboration. Wie können Roboter mitwirken, beständig frei beim Campus zu ermöglichen? Das ist auch eine gute Frage. Wir haben tatsächlich in einem Praktikum ein Einschenken von Weißbier mal umgesetzt, und zwar so, dass das immer sicher ist im Sinne von, dass kein Bier verschüttet wird. Wenn jetzt der Roboter Bier einschenkt und man rennt dann hin, dann nach dem Algorithmus, den Sie gesehen haben, würde der dann einfach stehen bleiben und das Bier würde ständig weiterfließen und das Glas überlaufen. Das heißt, der Roboter muss dann rechtzeitig das Bierglas wieder in die senkrechte Lage setzen. Das haben wir auch schon mal im Rahmen von einem Praktikum umsetzen lassen. Das heißt, biertechnisch sind wir zukunftssicher. Da kann ich garantieren. Gibt es auch ein schönes Video, das hätte ich eigentlich einbauen können, aber wir haben so viele Videos, dann irgendwann ist ein reines Kino nur noch. Wann gibt es die autonomen Busse auf dem Campus Garching? Es gab Studenten, sind zu mir gekommen, die wollten einen Golfwagen umbauen, dass man diesen so Campus-Shuttle hat, autonom. Die Studenten waren aber ein bisschen optimistisch, dass sie das mal schnell im Rahmen von einer Semesterarbeit oder so abschließen. Ich habe denen gemeint, wir könnten ja erstmal das und das realisieren. Und haben ihnen eine kleine Teilaufgabe gegeben und auch die wurde nicht im Rahmen des Semesters gelöst. Dann haben sie halt auch gemerkt, dass es halt noch viel Arbeit ist und sind aber trotzdem begeistert an dem Thema geblieben. Wie gesagt, diese Busse, wenn uns einer einen Bus hinstellt mit der ganzen Hardware, würden wir gerne unsere Software auch darauf laufen lassen. Wir würden es aber auch auf das neue Auto, was wir kaufen, beschränken. Das hat auch schon 700.000 Euro gekostet. Also diese Software, die Sensoren und die Softwaretechnik oder die Hardwaretechnik ist nicht ganz billig. Genau. Wird in Zukunft alles digitalisiert sein? Nein. Ich glaube, manche Leute schreiben auch noch einen Liebesbrief auf Papier oder machen andere Sachen analog. Ich rate auch jedem, zwischendurch analoge Sachen zu machen. Ich lese auch im Urlaub keine E-Mails oder so. Also man muss auch mal sein analoges Leben genießen können. Es wird natürlich mehr digitalisiert werden. Viele Sachen sind auch nervig. Ich musste mich letztens ummelden bei der Stadt München. Und wer diese Ausweis-App 2 schon mal probiert hat, weiß eigentlich, wie verwuchst die Digitalisierung teilweise bei uns ist. Gut, es gibt noch viel zu tun. Und Digitalisierung kann unser Leben vereinfachen, aber ich sehe auch sicherlich Grenzen und man soll jetzt nicht sein ganzes Leben, also man soll auch sein analoges Leben genießen. Wird die TUM Androids bauen wie im Videospiel Detroit? Mein Videospielkenntnisstand ist eher aus den 90er Jahren. Ich kenne auch noch ein paar andere Spiele, aber dieses Videospiel Detroit kenne ich nicht. Deswegen kann ich die Frage leider nicht ganz beantworten.
mit Android 20 wird zu Androide. Ich meine, das kann auch, es gibt auch, Androide kann auch rein virtuell sein oder auch, wie man vielleicht irgendwie Roboter. Das, da musste ich jetzt leider passen. Gut. Zur Wiederverwendung von Zeitschritten sind nicht genau die kritischen Situationen, die, in denen die maximalen Genauigkeit benötigt. Eigentlich ist es ja so, wir haben ja eh einen beweisbar sicheren Algorithmus. Außer jemand wirklich fordert uns, also rennt auf die Straße und wir können nichts mehr machen. Das heißt, wenn die Situation sich verschlimmert, werden wir ja automatisch in so ein Notfallmanöver kommen und abbremsen und dann vielleicht wieder beschleunigen, wenn es sich auflöst. Man will aber möglichst selten in ein Notfallmanöver kommen. Da ist es dann doch besser, etwas auf Genauigkeit zu verzichten und ein bisschen Rechenzeit freizuschaufeln. Und es ist ja auch so, als Menschen, wenn sie überfordert sind, rate ich ihnen auch abzubremsen, um etwas Zeit zu gewinnen, um nachzudenken. Das macht das Auto dann auch. Aber die Frage ist sehr gut. Kann die TUM mit anderen Universitäten oder Firmen im Bereich der KI mithalten? Ganz klar ja. Es ist aber auch so, die TUM kann ja nicht in allen KI-Fragen Nummer eins sein. Was jede Universität macht oder jede Professorin oder Professor, die suchen sich Forschungslücken. Und innerhalb dieser Forschungslücken versuchen sie, die Ersten zu sein, diese Frage zu beantworten. Natürlich versucht jeder, möglichst interessante Forschungslücken zu finden und möglichst der Erste zu sein. Das heißt, wir können natürlich auf gewissen Gebieten sind wir die Besten, auf anderen Gebieten sind wir nicht die Besten, weil wir da wenig forschen. Man kann nicht alles forschen. Forschung ist ein weites Feld und man muss sich fokussieren. Werden Quantencomputer Machine Learning revolutionieren? Ja klar, Quantencomputer können ganz viele Sachen, die normale Computer nicht können. Da ist die TUM auch recht weit vorne bei Quantencomputing. Wir haben auch einen Professor in der Informatik, der sich mit Quantencomputer beschäftigt. Der ist auch noch recht neu. Da können Sie sicherlich dann ihn löchern. Der kennt sich da komplett in jedem Detail aus. Wann kann Ihre Technologie in Unternehmen implementiert werden? Gibt es sogar schon Unternehmen, die diese modularen Roboter verwenden? Ja, bei modularen Robotern ist es ja so, da haben wir unser eigenes Startup. Das ist so, das ist eine Ausgründung aus der TUM. Wir haben da Forschung betrieben über mehrere Jahre, haben gemerkt, das ist kommerziell umsetzbar, haben dann einen Antrag gestellt, der von der Bundesregierung bezahlt wird. Die Personen, die Sie gesehen haben, werden praktisch jetzt für 2 Jahre unterstützt von der Bundesregierung, um dann marktfähig zu sein. Und die Firma wird während dieser 2 Jahre schon angemeldet. Die gibt es schon, die heißt Kea Robotics. Also wenn Sie kearobotics.de eingeben, Sie können auch auf meine Webseite gehen, da ist auch ein Link, dann sehen Sie schon die Webseite von dem Unternehmen. Das Unternehmen kann aber nur momentan erst in der Freizeit fortgeführt werden, weil wir jetzt noch diese Förderung haben. Da sind dann die Ansprüche noch auf der TUM, aber dann wird irgendwann der Schalter umgelegt und die sind dann frei am Markt verfügbar und die müssen sich natürlich dann auch über den Markt finanzieren. Seit wann arbeiten Sie an dieser autonomen Technologie? Naja, also eigentlich seit meiner Promotion und ich habe 2006 angefangen zu promovieren. Also sind es jetzt schon 14 Jahre, an die wir daran arbeiten. Was denke ich über autonomen Motorsport? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch in echt schon Formel-1-Rennen angeguckt. Ich fahre sehr gerne Go-Kart. Ich darf auch sagen, wir hatten letztens wieder ein Go-Kart-Rennen mit meiner Gruppe und ich habe gewonnen. Also ich mache das wirklich sehr gerne und bin da auch sehr aggressiv unterwegs beim Go-Kart-Fahren. Es gibt sicher Leute, die noch besser sind, aber ich denke mal, ich muss mich nicht verstecken. Ich finde autonomen Motorsport aus Sicht eines Wissenschaftlers ganz interessant. Ich zweifle allerdings daran, dass sich das andere Leute gerne im Fernsehen anschauen, weil es dann doch irgendwie zu technisch ist und man ja gerne Überholmanöver sehen will oder Fehler sehen will, dass ein Pilot in einen Fehler gezogen wird. Deswegen bin ich skeptisch, dass zum Beispiel auch Roborace sich halten kann, dass die praktisch kontinuierlich Einnahmen kriegen, Werbeeinnahmen und so weiter. Aber ich kann da auch falsch liegen, das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung. Ich finde das Projekt sehr interessant, aber ich glaube, die meisten Leute schauen lieber menschliche Piloten.
Genau, welche andere Hardware benutzen Sie, dass der Preis von der Hardware, den Sie oder jetzt ist die wechseln so ein bisschen die Reihenfolge. Gibt es das Video des sicheren Sandwich-Roboters im Internet? Gibt es nicht, könnten wir aber reinstellen. Es ist eh so, dass die dass der Vortrag ins Internet gestellt werden soll. Wir müssen einige vorher noch verpixeln, weil da Bilder verwendet wurden, die im Internet zugänglich sind und wir jetzt nicht nach Copyright bei allen gefragt haben, weil das ursprünglich gedacht war, dass es nur in geschlossenen Personenkreis zugänglich gemacht wird. Da müssen wir nochmal vielleicht einiges verpixeln. Aber die meisten Bilder und Videos kommen direkt aus unserer Gruppe. Welche andere Hardware benutzt ihr, dass der Preis der Hardware, die Sie benutzen wollen, um so ein so vielfaches höher ist als bei zum Beispiel Teslas? Tesla verwendet keine Laserscanner, Tesla verwendet keine Infrarotsensoren, Tesla verwendet keine teuren Radarsensoren, Tesla verwendet nicht viel Rechenleistung. Also was Sie als Forscher machen wollen, Sie wollen ja wirklich auf grundlegenden Problemen untersuchen und zum Beispiel wissen, wenn ich diese Sensorkonfiguration fahre, wie gut bin ich dann? Wenn ich diese Sensorkonfiguration fahre, wie gut bin ich dann? Unser Forschungsfahrzeug ist ja wie so ein rollendes Labor, wo Sie alles Mögliche mit testen wollen. Deswegen ist es deutlich teurer. Und es ist eine Sonderanfertigung. Ein Tesla ist ein Massenprodukt. Also das macht auch nochmal viel aus. Warum ist der Bereich Maschinenübersetzung so weit hinter im Vergleich zu anderen Bereichen, wie zum Beispiel Automatisfahren? Naja, das Problem ist auch, es gibt manche Themen, die, das sehe ich auch so, die viel gefördert werden und andere, die weniger gefördert werden. Und bei anderen, manchen Themen schmerzt es mich auch, dass die übersehen werden. Das liegt aber auch teilweise daran, dass sie wenig Aufmerksamkeit gerade haben. Kann man nichts machen. Ist sozusagen die Großwetterlage in der Forschung manchmal. Die Forscher müssen sich ja dann doch meistens auch auf die Sachen konzentrieren, wo es die meisten Forschungsgelder gibt. Und ja, ist einfach die Realität. Es gibt natürlich, man hat gewisse Grundmittel, kann man mit forschen, was man will. Das ist auch gut so, damit man auch, dass die Nischen weiter am Leben gehalten werden. Aber da sehe ich auch manche Themen, wie bei Maschinenübersetzung, die ein bisschen vernachlässigt werden. Und weil sie alles selber programmieren, entsteht auch keine Blackboxes oder wie, ja genau, also wir, das, also diese Sicherheitslayer oder dieses Notfallnetz, was wir bauen, das ist völlig das Open Source, das ist, den Code können Sie einsehen und das ist auch möglichst wenig Zeilencode, dass man das auch zertifizieren kann. Genau, das muss völlig nach, KI ist überhaupt nicht nachvollziehbar, deswegen müssen Sie das komplementär realisieren. Wie implementiert man das Erkennen von Verkehrszeichen dann durch neuronale Netze oder über Kameras? Genau, also da gibt es so eine nette Geschichte, zum Beispiel bei, gab es so eine Abschlussarbeit bei Daimler mal, wo ein Student einfach dann mal Deep Learning für Verkehrszeichen angewandt hat. Und das war dann genauso gut wie 10 Jahre Forschung auf einem Gebiet für klassische Bilderkennung. Da ist es schon so, dass dann wirklich in manchen Fällen dann das Deep Learning extrem erfolgreich war. Und so wird das auch gemacht. Man darf sich jetzt nicht darauf verlassen. Da gibt es dann auch so Ansätze, wenn man da so Aufkleber drauf macht auf die Verkehrszeichen, dann wird es dann aus dem ein Stoppschild, ein Vorfahrtsschild. Man muss es dann absichern, dass man sagt, okay, wir haben auch noch Karteninformationen. Wenn die Informationen widersprüchlich sind, nimmt man das Konservative, also das Stoppschild. Man arbeitet auch viel, dass man feststellt, wie sicher ist sich das neuronale Netz. Da gibt es auch viele formale Methoden, die jetzt versuchen, gewisse Beweisbarkeiten bei neuronalen Netzen herzustellen. Das ist aber schwierig, weil das teilweise Millionen von Knoten sind und die Rechenleistung nicht ausreicht, um das festzustellen. Denken Sie, dass es irgendwann zur Verschmelzung von Mensch und KI kommen wird, sodass wir Neuralink, so wie Neuralink sich das vorstellt? Ja, ich kenne das, ist ja diese Firma, wo der Elon Musk, glaube ich, seinen Finger im Spiel hat. Die waren ja auch letztens in den Nachrichten. Also das ist schon so eine Sache, wo ich sage, das sehe ich kritisch. Es ist allerdings auch so, dass es noch sehr, sehr, sehr weit weg ist, da irgendwas zu verstehen. Also es gibt ja dieses EU-Projekt, Human Brain Project. Es gab auch ein ähnliches Projekt in den USA, wo Milliarden reingepumpt wurden, um das menschliche Gehirn etwas besser zu verstehen. Aber da ist man noch sehr, sehr weit am Anfang. Also wenn Sie da irgendwas gezielt manipulieren wollen,
müssen sie ja auch verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Und da sind wir meilenweit von entfernt. Das wird auch was sein, wo sich nachfolgende Generationen den Kopf zerbrechen müssen. Das ist allerdings tatsächlich eine Sache, die ich kritisch sehe. Ist Uniforschung quasi Open-Source-Wissen? Nicht immer. Das wäre schön. Wir versuchen, so gut es geht, alles Open-Source zu machen. Es gibt manchmal Fälle, da sagt ein Industrieunternehmen, ja, wir möchten gerne ein Projekt mit euch machen und die wollen aber irgendwelche Sachen geheim halten. In den meisten Fällen sage ich ja dann, viel Spaß, sucht euch einen anderen Partner, ich will das nicht machen. Es gibt aber manchmal dann doch Fälle, wo das dann so gut passt und man dann wirklich auch mal zeigen will, dass man es im echten System machen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt kein eigenes Auto hat, um einen Test zu machen, macht man vielleicht doch mal ein Projekt, wo man nicht alles in einer Hand ist, wenn man dann Experimente durchführen kann, die man sonst nicht durchführen kann. Aber wir versuchen, so gut es geht, das alles Open Source zu machen. Da war ja auch in der TUM diese Diskussion mit Lidl. Da ist es allerdings so, Lidl gibt uns wirklich das Geld, wir können machen, was wir damit wollen. Da ist es zum Beispiel komplett Open Source. Es gibt aber tatsächlich Forschung, die nicht komplett Open Source ist. Können Fahrsimulationen echte Fahrzeit ersetzen? Nein. Also man muss es immer im echten System am Ende ausprobieren, aber man kann natürlich die Entwicklung damit beschleunigen und vorzeitig Fehler entdecken. Gibt es den Ansatz, Hardware von einer großen Masse an Menschen zu kombinieren, um künstliche Intelligenz zu verbessern, wie das bei Schach-KIs gemacht wird? Ja, es gibt auch heute schon Möglichkeiten, können sich anmelden, zum Beispiel auch um außerirdisches Leben zu finden, dass man halt, wenn der Laptop gerade nicht in Betrieb ist, kann man seine Rechenzeit verschenken oder auch monetär verkaufen, um halt da so eine Art virtuellen Supercomputer aufzusetzen. Kann KI dazu beitragen, dass die Streams in Zukunft besser werden? Ich glaube, das ist eher eine Frage der Bandbreite und des lahmen Ausbaus des Breitbandnetzes in Deutschland. Da wurde viel falsch gemacht. Können wir leider nichts machen. Die Technik ist ja eh schon da. Muss es halt nur machen. Gut. Ich glaube, das war's. Ich glaube, es waren auch viele Fragen. Vielen Dank dafür. Herr Huber, genau, Sie sind gemutet. Ja. Okay, freut mich. Vielen Dank. Und ja, leider sehen wir uns nicht in nächster Zeit persönlich, aber ich wünsche Ihnen alles Gute fürs Studium. Und es tut mir leid, dass die jetzt so einen Start haben, wo wir uns nicht persönlich sehen, aber wir versuchen natürlich das Beste daraus zu machen und geben unser Bestes, Ihnen möglichst guten Start ins Studium zu geben. Ja.